Ah, jetzt kommt verstanden. Wir sind jetzt live auf YouTube. Ja. Ja, genau. So, war das unsere Stream-Verabredung letztes Mal, oder? Ja. Also es gibt zwei Modi. Einmal, dass man nur aufnimmt und das dann in Speicher und dann kann man nachher überlegen, was man macht. Und Und wir haben wir senden gleich live, ohne Kompromisse. genau, wir haben herausgefunden, dass das das Einfachste ist, Ja. weil nachher wird man sonst überflutet von einer Menge von Leuten, die plötzlich irgendwas rausgeschnitten oder reingeschnitten oder sonst was haben wollen. Und dann ist einfach so, nimm's und friss. Aber eigenartigerweise hilft's auch locker zu sein. So, dann, Genau. nur um mich zu Jetzt, orientieren, dann bin ich heute im Kunsttalk und nicht du im, bist im Kunsthaus, genau. Nicht in der nicht im, genau. Lemmifikation. Jetzt Genau. verstehe ich. Nicht, dass die Lemmifikation sozusagen deswegen aufhört. Aber ich war ja jetzt auch krank und als jetzt, aber nee, geht weiter, aber heute ist Kunsttalk. Wie ist das mit dem Gong und so? Hat mir jetzt nicht vor. Blatschenka fehlt, ne? Ja, Matze fehlt auch noch. Matze fehlt auch noch. Mal Kommt sehen, er weil nicht Blatschenka irgendwas? machte immer einen wunderbaren Gong als Startsignal. Da müssen wir uns jetzt vielleicht was ausdenken. Oder wir machen den Gong eigentlich, wenn Blatschenka kommt. Dann haben wir sozusagen ein verspätetes Eingangssignal, was ich gar nicht schlecht finde. Fetten China-Becken anzubieten. Ein China-Becken. Und hast du deswegen, Andreas, auch diesen Himmelshintergrund? Ja, Also genau, das ist mehrdeutig, aber es ist tatsächlich Salz. sah jetzt aus wie der siebte Himmel. Ja. So, ich mache mal hier einen Gong. Ah, hier hat wieder, hier, das ist ja die Automatik, die uns davor bewahrt, irgendwie an Schall zu sterben oder so. Es ist praktisch nichts angekommen, Michael. Also, dann mach ich es nochmal. Du musst irgendwie da was aus. Wieder wird weggenommen. Also, Die ach. Automatik nimmt. Das ist lustig. Gar nichts. Hä? Birgit spielt die ganze Zeit die Klinikbeschallung ein, die aus dem Patienten. Alles gut. Genau. So, ach so, lese ich denn heute vor? Was? Hier die ganze Litanei, was wir nicht sind. Dann muss ich das eben noch mal kurz starten. Hat man das? Ach Gott, jetzt soll ich eins sein. Sein in. Oh nee. Jetzt war ich so lange nicht da, dass die mich hier. Brauchen wir nicht vorlesen, oder? Nee, lassen wir. Wir Dann sehen kannst ganz du besser vieles lieber nicht. deinen Text von Salzkirchen vorlesen, wenn du unbedingt vorlesen willst. Ach, ich muss nicht unbedingt. Also wir normalerweise lesen wir am Anfang so eine kleine Litanei vor, was alles wir nicht sind. Da kommt sowas wie Feature drin vor oder themenzentrierte Interaktion, aber auch Rentnerband oder. Auf jeden Fall sind wir mehreres nicht. So, wer ist denn jetzt hier gewechselt? Achso, nein, es ist nur eine. Michael hat hier bei mir das Fenster Aber was war das umgekurbelt. zweite themenbasiertes Feature war? Themenzentrierte Interaktion, das ist gruppendynamische, regulierte Kommunikation, irgendwie so. Ach so, ist das so? Also Das jetzt gerade es gibt Interaktion ist Thema, themenzentrierte Gruppe, ich. Das Interaktion. ist Root Cone. Das ist das Dreieck. Das muss Root-Cone, immer genau. in Ausgewogenheit sein. Nämlich, das muss sich Genau. ausbalancieren zwischen der Ja. Gruppe, dem Ich und dem Thema. Und wenn es zu einer Seite kippt, dann gibt es eine Störung und dann muss man diese Störung beheben. Und Denn Störungen Störungen haben bei gehen Root Cone vor, immer immer Vorrang. Vorrang, genau. Und es gibt auch personenzentrierte Interaktion und dann kam immer so alles Mögliche hinterher. Familienzentrierte Interaktion und so weiter, nicht? Also es ließ sich immer neu schreiben mit denselben Modi und
so Sachen wie, dass man immer sagen musste, ich meine, statt also einfach drauf loszureden, mhm. nicht, damit auch jeder weiß, dass das, was man da sagt, von einem selber gemeint wird. Und das hat sich natürlich eine Zeit lang ausgebreitet und dann ziemlich schnell totgelaufen, weil das ist ja eigentlich auch selbstverständlich. Aber es hat zu einer Zeit, wo harte Konfrontationen im Stil von K-Gruppen in waren, hat das sehr zur Beruhigung beigetragen, also ja. dass man sowas machen konnte. Und ist auch, ja, aber ich bin da auch ziemlich durchgegangen durch mein Beteiligtsein an diversen Sorten von Jugendarbeit. Und hallo Matze. So. Hallo Matthias. Warte. Warte, hören tun wir dich schon mal. Ansonsten sehen wir dieses Weisheitssymbol. Ja, ich versuche noch ein bisschen rum hier. Mhm. Aber das wird schon noch. Andreas, hörst du das Klicken auch nicht vom Feuerzeug? Das Klicken vom Feuerzeug höre ich. Ach so. Aber in dem Moment, wo sozusagen, man hörte auch vom Becken so diesen Anlauf. So. Anschlag, ja, ein Attack. Ja, genau. Ah, das ist toll. Ist das jetzt hier... La Palma live. Ach, das ist hier seitenverkehrt. Das muss ich natürlich begreifen. Hm. Okay. Kein Udine. Ja, dazu habe ich ja schon mal gepostet, dass der Helmut Kiesewetter, ein befreundeter Maler, dass der dort sein Hauptdomizil hatte, neben Wuppertal und irgendwo in Frankreich. Und der hat also da unheimlich tüchtig Bilder gemalt, ausgestellt, Kulturereignisse inszeniert, zusammen mit seiner Frau. Und da ist genau der erste Ding, ist so der erste große Feuerschwall, ist genau über sein Haus, Lebenswerk hin. Mhm. Also der hatte Gott sei Dank einigermaßen verkauft, sodass also dadurch sich einigermaßen was erhält. Nicht? Aber es ist eben trotzdem ein Schock, weil viele Arbeiten, die ihm nahe waren, hat er nicht. Und frühe Arbeiten hat er nicht weggegeben und so weiter. Und frischeste Arbeiten nicht. Also es ist im Grunde ein Riesenverlust. Mhm. Ich habe ein Vierteljahr auf La Palma verbracht in Summe. Mhm. Bekannte irgendwie. Und da war dann auch, ja, so ein paar, waren schon ein paar alternative Leutchen, die da auch so rumrannten, auch eine Menge Verrückte. Aber dadurch, wenn man dann ein Vierteljahr da war, die Insel ist ja nicht groß, hat man ja auch alles abgefahren, dann kann man auch ungefähr mal einschätzen, wenn man so die Bilder sieht. Und es ist ja auch dieser eine Typ hier, ne? Bushcraft Bear heißt er, nennt er sich da auf YouTube, der da mal die Berichte bringt. Mhm. Und da kriechen ja jetzt auch, da kriechen ja die Mineralien ganz heiß rum, ne? Also falls jemand sich gerade fragt, warum das hier jetzt reinkommt und was das mit Salzkriechen zu tun hat. Eine Dokumentation über irgendeine andere große Vulkaninselgruppe war eben, dass die Leute, die da schon immer leben, also dass sie dann mal dann 3-4 Jahre irgendwie ist dann die Gegend nicht mehr zu gebrauchen, ab dann aber unheimlich fruchtbar. Ja. Und gerade für Weinanbau und all so ein Kram. Also wenn man diese Förstergeduld aufbringt, dann ist das mit dem Feuer so, dass man also, wenn es brennt, muss man schnell weg und dann langsam wieder hin. Ne? So, und Andreas. Jetzt aber mit den Touristen ist es natürlich nochmal ganz anders, weil die Touristen ein ganz anderes Zeit-Raum-Verhältnis haben. Nicht? Und, aber im Süden, als der letzte Ausbruch war ja in den 50ern, da hast du halt ganz viele Gebiete, da ist trotzdem nicht viel, ne? Weil das halt da alles irgendwie schwarz, bis das wächst, das dauert schon eine ganze Weile. Ja, ja. Aber irgendwann holt die Natur sich das wieder. Wenn der Klimawandel vorbei ist, dann hat sie es. Nee, vor allen Dingen, das finde ich so witzig. Aha, der Vulkan ist also keine Natur. Irgendwann holt die Natur sich alles wieder. Fauna und Flora ist für die Leute ja dann Natur und der Vulkan ist halt so Zerstörung, ist irgendwie keine Natur. Aber wieder beim Thema von letzten Mal. Ja, genau. Da reite ich immer, ich habe immer meine Running Gags. Aber Michael, in dem Fall ist es gar nicht sinnlos, also weil man kann natürlich sagen, die Natur holt sich das von der Natur wieder.
Also es ist ja nicht, also ist ja nicht so, dass die Vulkan dass die Natur gegen den Vulkan, aber dass sozusagen Gebiete, die veröden, oder es gibt ja auch sozusagen Wildnis, die antiökologisch verhältet, ne? Wieso sollte das keine Natur sein? Nur weil deswegen, aber man kann ja eben sagen. Wir kennen das ja aus dem Kontext nur in Abgrenzung zum Artifiziellen, also zum. Ja, zum Menschengemachten. Ja. So. Aber ist denn das Bibergemachte ist der dann. Der letzte Sieg der Natur über uns, sieht sich das wieder. Ja. Ja, es zeigt eindeutig, was für Wahnsinnskräfte uns immer wieder aus dem Bewusstsein entschwinden und dann. Nicht auch so in der U-Bahn, ich meine, läuft in der U-Bahn rum, da gibt es Pfützen und die Pfützen sind meinetwegen, liegen etwas länger und schon haben sich da Mikroben, ne, sozusagen, ihr tummeln sich da, nicht? Also eine Wildnis, die unbeachtet bleibt, nicht? Also bis man sich dann womöglich ekelt, ne, oder ansteckt, nicht so. Nicht, Pantoffeltierchen, immer gerne gesehen. Pantoffeltierchen. Immer gerne untersucht auch. Genau, so. Wenn es so weit kommt, dass also dann eben die Ehepartner sich gegenseitig Pantoffeltierchen bringen. Eine Flasche Bier und Pantoffeltierchen. Genau. Also, das ist ja auch Gärung. Womit wir also umgeben sind, nicht? Von Viren durchdrungen. Viren beleben uns, Viren schaffen Intelligenz. Alles vor Millionen Jahren mal so eingestielt. Nächste Welle, was wollen Sie uns sagen? Dechiffrieren. Ich glaube, alle Coronaviren zusammen sind ein paar Gramm. Das kann sein. So. Ein Anagramm? Nee, sind ein Gramm. Nur ein paar Gramm. Also vom Gewicht her. Es ging ums Gewicht. Verstehe. Fallen kaum ins Gewicht, was sozusagen so die Masse angeht. Ja. Das ist so. Das hat der Kuhle, wie der Kibole hat das auch geschrieben, ne? Der hat da so ein Buch über die Viren jetzt rausgegeben. Das kann sein, dass ich das darüber auch tue. Ja, der hat ganz viel auch sozusagen zur Perspektive, also versucht diese Perspektive auf die Viren wieder ein bisschen gerader zu rücken und sehr interessante Aspekte auch beschrieben. Kann man eigentlich Computerviren aufwiegen? Halt, ich hab Fake News erzählt. Hier steht 100 Gramm bis 10 Kilogramm ist die Schätzung. Wow. Na toll. Das ganze Universum. Also global, lokal sozusagen. Ja, ja. 100, alle zusammen auf diesen Ort. Also, was hat das denn jetzt mit Kunst zu tun? Die verbreiten sich auch. Das ist, Viren sind kristallin. Das ist Birgits Running Gag immer. Aber Viren sind doch kristallin. Guck sie dir mal an. Guck dir mal eine Frage hier, Virus. Und dann lass dir mal von Andreas das NaCl die Gitterstruktur zeigen und was das anrichtet. Ja. Also man kann DNA auskristallisieren. Das ist auf jeden Fall schon mal so. Also es gibt DNA- und RNA-Kristalle. Und im Grunde ein Virus. Man sagt, man weiß ja nicht so, ob man es nun als Leben oder nicht als Leben bezeichnen soll. Nicht? Es ist auf jeden Fall, läuft es auf dieser großen also diesem großen Erdcomputer läuft eben auch so eine Art von Schadsoftware. Nicht? Also man kann den Menschen dann wahlweise zur Schadsoftware tun oder nicht. Also das ist auch so. Aber wir sind ja auch nur Wasser, Kohlenstoff irgendwie. Wir haben nicht so viele seltene Elemente in uns. Und wer jetzt beim Thema? Ach, nicht? Also von wegen künstlich. Also ich glaube, von künstlich wegen, mit von dem wegen Urknall. Ja, nee, ich weiß nicht, wer bringt, hat denn noch was mitgebracht vielleicht? Wir haben ja, können wir ja mal gucken. Ein Thema haben wir jetzt, La Palma. Ich finde, das passt ganz gut in den Zusammenhang. Und vor allem seltene Erden werden da wieder ausgespuckt. Wir haben dich mitgebracht, Andreas. Ihr habt mich mitgebracht. Wir haben dich mitgebracht und du hast das Salzkirchen mitgebracht. Guck mal. Ein großes Mitbringen hier. Die Birgit hat mich mitgebracht. Und der Andreas hat die Nadine mitgebracht. Nadine, herzlich willkommen. Ja, mein Beitrag ist heute, dass ich aus einer Salzstadt mich hinzuschalte. Ansonsten habe ich bisher noch nicht so viel zu tun gehabt.
Kalmstadt. Genau. Und was uns verbindet, ist eben... Du? Ja, war ich auch. Das ist so schmerzhaft wie Salz in die Wunde gewesen. Weil das ist, okay. Können wir ein andermal drüber sprechen, das ist ein eigenes Thema. Also, ja, das kann man auch, genau. Salz in die Wunde. Mann. Was hat Salz mit Lem zu tun, mit Stanislaw Lem? Oh, ganz viel. Ihm hat doch alles zu ganz tun. Viel. Ich weiß gar nicht, Salz, das ist so ein Riesenthema, ob wir alles auch nur mal erwähnen können. Also ich bin am Zweifeln. Aber ein paar Dinge können wir schon rausholen. Zum Beispiel Halle und Lüneburg sind auch durch Salz verbunden. Aber die Grundlage dafür liegt tief in der Erde. Und das ist also ein Meer, das also nach der geologischen Formation, die auf dieses Meer hinweist, Zechsteinmeer genannt wird. Und dieses riesige Meer mit unglaublichen Salzablagerungen, es war flach, es hat dauernd Salz abgelagert, es ist ausgetrocknet. Dieses Meer reicht sozusagen von den Inseln, den Großbritannien, also von den englischen Inseln, bis also nach Ungarn ungefähr, nicht? Also da, vielleicht also, wo Böhmen liegt am Meer, nicht? Also tatsächlich, also ist Böhmen, wenn man dann auf der Karte guckt, ich glaube, weiß nicht, ob Ingeborg Bachmann das gewusst hat, aber tatsächlich läuft eine Küstenlinie an der böhmischen Formation, so heißt das, entlang, und man kann sich da wirklich einen Strand vorstellen oder sowas oder ähnliches, also vor Urzeiten. Und wiederum dieses mit dem Meer, das verbindet mich wiederum mit meinen Mittelmeerarbeiten, denn das Mittelmeer war mehrmals ausgetrocknet, weil also in so einer iterierenden Bewegung immer Afrika gegen Europa schiebt und dann war Gibraltar mal offen, mal zu und so. Und wenn zu, dann hat es irgendwie so, was die 200, 300 Jahre gedauert, dann war das Mittelmeer leer und ein unglaubliches Volumen an Schlucht. Ein unglaubliches Volumen. Deswegen hat man so gedacht, man müsste so dieses Wasser so alles einmal so kompakt so rausnehmen können und dann so das so mal so entzerren, ne? So damit, um das einmal zu machen. Und da haben sie das eben auch durch Glomar Challenger, hieß das Schiff, haben sie die durch Tiefseebohrungen haben sie eben rausgekriegt, dass diese Austrocknungsformationen, die bei uns unter der Erde liegen, unter ihre Vielschichten Sedimentation, dass die dort auf dem Meeresboden zu finden sind. Das heißt also, dass dort sowohl Flachwassermeere, also vielleicht von 10 Meter, alles ganz hell, sonnendurchstrahlt gewesen sind, die dort in der Tiefsee natürlich irgendwie sehr erstaunlich sind und eben auch Trockengebiete. Und dort ist das, hat man das sogenannte Ochsenauge gefunden, nicht? Das Ochsenauge ist, wenn Meerwasser austrocknet, dann kristallisieren die schwerer löslichen Sachen eher aus und dann immer mehr die leichter löslichen Sachen und bilden dann so eine bestimmte Formation, weil das, wenn man sich in so einer Schale vorstellt, dann hat man natürlich an den Rändern die Sachen, die als erstes austrocknen, also sich niederschlagen, auskristallisieren und so weiter, bis in die Mitte hinein. Und wenn man das nachweist, dann weiß man, dass dort also ein großes Austrocknungsgeschehen ist. Und in Lüneburg ist ja auch alles Anhydrit, Gips, alle Formationen sind sozusagen in einer großen Erdbewegung hochgekippt, haben hier einen Berg gemacht, der jetzt inzwischen abgebaut ist. Das eine als Kreide und als sonst was und natürlich ganz viel Salzproduktion. Aber all diese ganzen Städte bei Paderborn, Salzkotten, Halle von Hell, Salz, nicht wahrscheinlich. Und so, das sind alles, die leben alle auf dieser Formation. Ja, und ich finde, du unterschlägst da ganz viel. Also du unterschlägst da wirklich diese gesamte Bad- und Kurszene, so ungefähr von der holländischen Grenze bis Hannover. Also da gibt es Bad Pyrmont, Bad Rotenfelde, Bad Laa, Bad Essen. Die leben ja alle von dieser Sohle.
Also hallo, bitte. Ja. Da gibt es ja, ja so Bäder und. Genau. Also das finde ich immer ein bisschen lokalpatriotisch bei dir. Weil du in Dortmund oder in Paderborn aufgewachsen bist, dann irgendwann mal nach Lüneburg gezogen bist, weil es ja ein Salzmuseum gibt. Ne? Es ist sehr total. Das gibt eigentlich nur für Andreas gibt es so ungefähr nur Lüneburg und maximal noch Paderborn. Und wenn's dann machen wir noch jetzt zum Lüneburger Künstler, ja. Lokales Phänomen. Aber es stimmt. Und ich weiß, dass also diese der Hellweg, der Salzweg, der führte eben an meiner damaligen, nicht Heimatstadt, aber Wohnstadt, Wiedenbrück, ging das so vorbei und alle waren immer. Und da war natürlich Osnabrück, die Gegend war da auch angekoppelt, sozusagen, ne? Ja, das will ich ja wohl. Genau. Also wir leben alle auf dem Zechsteinmeer. Diesmal Pechsteinmeer, so ein bisschen. Aber Zechsteinmeer natürlich. Und, aber wir sind natürlich auch alle Kunstkritiker, das ist doch klar. Aber dieses Wissen kommt eigentlich bei mir erst dadurch, dass ich auf andere Weise vom Salz fasziniert worden bin. Und das war eine ganz schöne Geschichte, meine allererste große Gruppenausstellung von noch studentisch selbst organisiert, die hieß als Kolumbus Amerika erfand und war im alten Rathaus Rüthen. Und dort hatte eine Kollegin, also Jutta Neuhaus, eine Mitstudentin, hatte eine wunderschöne Installation, in der befand sich ein Aquarium, ein Glasaquarium mit Salzsohle und unten Salz. Auch der Boden war salzbedeckt natürlich und deswegen war das ein gesättigtes Salzwasser, so also Lake. Und da war eine Kupfer- und eine Zinkplatte und Kabel, die also dieses Becken in eine Batterie verwandelte. Das war ein blauer und ein roter Draht, der bei einem ausgestopften Eisvogel landete und den tanzen ließ. So, und das ist. Das ist aber tierquälerisch. Der war tot, Eisvogel. Ausgestopft. Ja. Fake-Vogel. Also nein, das finde ich ein bisschen makaber. Der wurde nicht das finde ich, find ich auch ökologisch bedenklich, Andreas. Wir waren damals alle das ist eine Tierart, total bedenklich. Die steht auf der roten oder schwarzen Liste, ich weiß nicht, auf dieser Liste, die stirbt aus. Da kannst du nicht einfach eine Installation mitmachen. Bist du verrückt? Und den dann noch hüpfen lassen mit roten und blauen Elektroden. Dann auch irgendwie. Das war aber die Zeit. Das war aber die Zeit. Das war aber die Zeit. Doch, die haben da damals sogar noch so Goldfische haben die geschlachtet auf der Bühne als Performance. Nee, nicht geschlachtet, sondern als eingefärbt. Ja, da gab es Sachen. Da musste man auch also ein Lübecker Publikum davon überzeugen, dass wir, solange sie die Lübecker Bucht so hübsch verschmutzen, sozusagen ein völlig ungefährliches Wässerchen für seinen Goldfisch nicht tödlich ist. Aber da war schon ganz klar, die Opfer-Täter-Projektion war da schon eingeschnappt. Und jetzt schnappt also auch Birgit also mit dieser Opfer-Täter. Also das müsste man eben Jutta fragen, aber die hat eben auch konsequenterweise den Beruf gewechselt. Jetzt schiebst du es wieder auf Jutta. Nee, ja, das war ja Jutta. Du bist das jetzt, mein Auge war ja eben bei dieser Batterie und als wir dann eines Wochenendes wiederkamen, hatte sich um dieses Becken herum ein großer Spitzenkragen aus ausgekrochenem Salz, das kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich habe die dann am Ende des Studiums gefragt, ob ich damit weitermachen dürfte, weil das ist ja im Grunde ihre Entdeckung und hat sie also gerne auf mich kommen lassen und seitdem ist das mit dem Salz so gekommen. Ich habe aber den Eisvogel nicht gekriegt, also den wollte ich auch gar nicht. Der ist mitgewandert mit ihr und ist wahrscheinlich, ja, ich weiß auch nicht was. Aber sah nicht leicht aus, war sehr schön. Also ich finde das ökologisch und überhaupt, ich finde das so bedenklich. Würdest du nie machen. Nein. Ja, dann ist aber Kunst, Birgit. Dann, wenn du das bedenklich findest, dann ist das Kunst. Siehst du, da hast du deine Kunst. Aber das ist der einzige Prozess, wo das Salz sozusagen kriecht. Das ist durch diese Batterie, also es braucht den Strom sozusagen, um dann... Nee, das hatte ich erst auch gedacht.
Das nächste war, dass ich also tatsächlich einfach ein Wasserglas mit Salzlake gefüllt habe und dort ist das Salz auch ausgekochen. Das Foto von dem existiert heute noch, also das ich davon gemacht habe. Das ist tatsächlich völlig erstaunlich, also hat längere Zeit gebraucht und damit hatte ich aber ungefähr begriffen, wie das so funktioniert, wenn man es selber machen will. Ne? So, aber das ist einfach so einfach die, sozusagen ist. Die Kristallbildung. Ja, wenn das also lässt sich im Grunde einfach beschreiben. Man füllt also in einen Behälter, in einen offenen Behälter, füllt man Salzlake, dann wartet man. Und dann füllt man, dann verdunstet, dann füllt man nach, dass so ungefähr der Stand gehalten wird. Und dann fängt tatsächlich innen an, eine Salzschicht sich also an der Wand hochzuziehen, die dabei also auch dicker wird und dann hoch zum Rand kriecht, über den Rand rüber kriecht, an der Außenseite wieder runter. Du hast doch Fotos davon. Dann, zeig ja, doch mal, da hab ich Fotos von. Zeig doch mal Fotos davon. Von diesem... Moment, ich muss einmal kurz gucken, wo ich mir das herhole. Kunstproduktion, Projekte. Wexart am besten. Ist auch eine schöne Gruppenausstellung. Mal gucken. Und da muss 21, 23, 24. Er schaltet hier leider nicht um auf große Symbole, wo ich das so gerade will. Ah, das ist. Da ist es. Ich sehe nicht. Ah. Den Bildschirm teilen. Bildschirm teilen. Ach so, ja, teilen hätte ich jetzt gekonnt, aber dann hättet ihr alles jetzt gesehen, was ich hier jetzt durchblätter. Also. Jetzt kommt teilen. Jetzt mache ich teilen. Keine Angst. So. Und ihr seht, das ist sehr spröde und deswegen ist hier also ein Riesenteil abgeplatzt, nicht? Aber das ist sozusagen die Urform oder mein eigener Startschuss in die damals halt das Versalzung oder Salzkriechanlage oder so. Begrifflich hat sie das so auch erst im Laufe der Zeit geklärt. Und da kann man das sehen, das kann man machen. Und dann, wenn man Geduld mitbringt, sieht so ähnlich aus, aber meine Erfahrung ist, dass Salz sehr eigenwillig ist und im kleinen Konkreten wie im großen Konkreten einem so manches Schnippchen schlägt. Und es ist immer ein Abenteuer. Also ich habe erlebt, dass also ich einen Teller mit Salzlake gefüllt habe und das gab also so ungefähr diese Struktur und ein anderer im Grunde im selben Gebäude, ein bisschen im Flur so und wo das einfach so eine Salzplatte gab. Nicht? Oder ich habe da bei der Vakuumausstellung in der Ruine der Künste habe ich auch auf einem Tageslichtprojektor Salzlake in einer Schale in einer improvisierten Schale deponiert und auch da ist einfach eine Salzplatte entstanden. Völlig unbegreiflich warum. Also, es gibt eben sehr unterschiedliche Sachen. Das heißt, es hat sich dann nicht hochgezogen, sondern es blieb dann eben sozusagen. Ja, das blieb eben und es wurde einfach massiv. Ne? Es wurde dann in irgendeiner Form. Ich habe das damals auch nicht so richtig organisiert. Ich gucke mal, ob ich da. Ja, hier vielleicht. Also hier sieht man, dass sich da zum Beispiel solche Salzkanälchen bilden. Hier gibt es einen Film. Also muss man in die andere Richtung laufen lassen, natürlich. So. Das ist also aus dem Wexart. Ein Logo.
So sah das nachher aus, als ich abgebaut habe. Ne? Dann habe ich das hier hinten angepackt und wollte es als erstes einsammeln. Und hatte noch gar nicht begriffen, dass das, was das ist. Und dann ist das so in meiner Hand zerstaubt, ne? Sozusagen. Es ist hauchdünn, hohl und irgendwie gläsern und unglaublich empfindlich. Und diese Teile habe ich dann anders so ganz, ganz, ganz vorsichtig und habe die dann lange neben mir liegen lassen, habe dann drüber nachgedacht. Also hier gibt es sogar so eine Ringformation, hier wächst etwas so von weg. Irgendwo ist auch was aufrecht oder hier so schräg und dann bildet sich hier was, hier gibt es auch eine Verbindung. Also es ist eine ganz eigenartige, aus den Umweltbedingungen heraus sich entwickelnde Formation gewesen. Habe ich das ja erwartet. Das war diese ganze Vitrine hier, das war in der U1 in Hamburg. Die war, sah auch dann oben, da waren, lagen oben Feuerlöscher, die vom Salz überwuchert wurden. Das sah irgendwie hässlich aus, obwohl ich es total faszinierend. Und dann an der U2, das also direkt unter der Kunsthalle in Hamburg ist, war das so richtig wunderschöne, pralle, runde, geschlossene Schneehauben, so Salzschneehauben auf zwei Rohren. Nicht? Und, aber das muss man bei Gelegenheit mal. Du hast auch noch Fotos von der U-Bahn da oder was? Das war doch diese, oder? Ja, das sieht. Mal ganz gucken. Irgendwo habe ich dieses hier. Aber hast du da sozusagen. So hat das da neben mir gelegen, ne? Über, weiß ich, 2-3 Jahre lag das so neben mir und ich habe mir einfach mal zwischendurch in den Augen im Sinn, nicht? Habe ich da drüber nachgedacht. Und hier ist das diese Salz. Da unten. Nadine wollte, glaube ich, was fragen. Ja, etwas, was ja mach sagen, doch, Andreas. Genau. Ich bin da, ich werfe immer mal wieder was ein. Ja, gerne, ja, natürlich. Hat das was mit den, also es hat sicher was mit den Umweltbedingungen zu tun, aber konntest du da was sozusagen herauskristallisieren? Nee, also das war so, ja, also ich habe ja so einen Ansatz, dass ich nicht wie so ein reiner Wissenschaftler da drauf reagiere, nee, das sondern dass so der Gedanke, auch der Bedeutungshorizont für mich klar ist, nicht? Und ich fand, hatte erst mich sozusagen in diese ästhetisch schöne Form verliebt und dann aber wurde ich darauf gestoßen. Ich muss mal gucken, ob ich die andere Seite noch finde. Nein. Darauf gestoßen, kümmere dich lieber hier drum. Nicht? Und das war eben aber auch die U1. Das ist so mit dem Zopf oben drüber, war damals so die Drogengegend da am Hauptbahnhof. Drogen, und das war auch wirklich so, ich musste zweimal die Scheiben putzen, weil da also jemand gegengekotzt hatte. Es war, neben mir haben dann Leute so gestanden, die aus so kleinen Fläschchen sich eben nochmal einen angetrunken haben. Und es war also wirklich, ja, war eben eine Desaster-Gegend. Und eigentlich hat mich das viel mehr angetönt dann nachher. Ich guck mal, ob ich diese. Das ist eigentlich, das ist ja nicht, gar nicht der richtige. Nee, das ist ja falsch. Baustein. Ja, nee, das finde ich jetzt nicht. Nee, irgendwo ist noch eine ganz große Fotodokumentation und aber vielleicht hier bei denen. Hier sieht man das so ein bisschen hier drunter vorkommen, ne? So schöne geschlossene Form und hier eben so aufgelöst und kriechend. Und dann habe ich hier da also U-Bahn von Moskau und so alles mögliche mit. Zeig doch mal den mit dem Anker, da hast du doch ein aktuelles Projekt, wo du gut Bilder hast. Ja, jetzt genau, ich gehe mal weg von der Geschichte und gehe mal an die. Der Matze hat das in 3D noch nachgebaut, diese Fläche mit ja, dem ja, Wasser. Das finde ich auch, genau. Hast du es hingekriegt mit der.
Ja, ich habe zwei verschiedene Renderer ausprobiert. Irgendwie der erste ist da so ein bisschen, im zweiten, ja, es ist mal so ein bisschen getrickst irgendwie mit diesem Translucenten, ne? Also das milchige Zeug. Und die Geometrie, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass mir der, wenn man zu viel Geometrie hat, im Sinne von technisch, Polygone, dass einem das nicht um die Ohren fliegt, im Sinne von, der Speicher reicht nicht aus. Und aber das war mir eine Freude. Aber ich habe, was ich nicht hingekriegt habe, weil Andreas hatte, jetzt ist das hier natürlich, hier, ich gucke mal ein bisschen rechts, neben den Anker, wo diese Flächen sind, die jetzt so ausgetauscht sind. Als Andreas weiter vorne war, ich habe das in einem Status gebaut, wo das noch durchsichtig ist, das hier. Ja. Und warte, mach mal, ja, genau so. Und wie man sieht, Andreas, ist es ja hier, ne? Also ich kann jetzt schlecht zeigen, aber zwischen diesen Quadern, die sich hier ja gebildet haben, auf Basis der Quaderform, Schrägstrich Würfelform der NaCl-Kristalle, ist dazwischen immer noch so, das habe ich nämlich nicht so hingekriegt, weißt du, die Zwischenräume sind, ist alles so ein bisschen gebogen. Ja. Dadurch sind die Oberlichter dann halt so zu Spitzlichtern so zusammengezerrt. Das habe ich, dafür müsste ich nochmal anders rangehen an das Zeug. Aber es ist, ich gucke nochmal, ob ich, wo habe ich es denn? Ausbrüche hier war es bestimmt. Das war jetzt fürs Salzmuseum da, der Anker. Ja, nicht fürs, ja, für den Salzsieder, muss man genau sagen. Na los, komm. Groß. So, hier sieht man das dann etwas näher und genauer. Ne? Und die Frage ist zum Beispiel, warum ist es in der Mitte so weiß? Und ich habe nochmal nachgeguckt in etwas früheren Fotos. Es beginnt weiß. Nicht? Also diese, es beginnt mit weißen Quadraten sozusagen. Und wird danach dann erst so klar. Also man kann diese verschiedenen Stadien schon nachzeichnen. Also was passiert am Anfang? Ja. Oder ist es nur in bestimmten Atmosphären? Es entstehen dann, Entschuldigung, ja, man kann also, und wenn man jetzt durch die Fotos durchgeht, kann man auch verschiedene Formationen, hier entsteht so eine Art Spitzenkragen, der aber eventuell noch ein Dendrit, dendritisch werden kann. Hier im Augenblick dominieren überall diese Quadrate, die aber teilweise ineinander wachsen. Und die habe ich überhaupt nicht gesehen bei meiner Salzung, bei meiner Anlage. Und hier ist aber auch schon sozusagen eine mal ausgetrocknete Formation, ist auf einmal wieder vom Wasser überflutet worden. Das hier ist also nicht hier in dieser Lage entstanden, sondern sozusagen ist jetzt überflutet und löst sich im Grunde teilweise wieder auf. Hat das auch was mit dem Wasser zu tun? Also ja, wir können hier gerne gemeinsam versuchen, das rauszukriegen, weil ich das eben auch selber nur bedingt kriege. Ich habe schon vor, mich mal mit einem Mineralogen oder so darüber auseinanderzusetzen, wie das so kommt. Ne? Es gibt auch diese Kristalle, die brechen auch Licht. Ah, guck mal, hier ist es zum Beispiel in der ausgetrockneten Form. Ne? Da ist es einmal ausgetrocknet, obwohl zur anderen Seite hin und hier ist genug Wasser da. Und das ist eine undichte Stelle, die irgendwo hier liegt. Ne? Mhm. Und die eigentlich genug Wasser nachliefern könnte. Und das Salz zieht ja auch Wasser. Ja. Aber tut es nicht. Wahrscheinlich entweder ist die andere Seite so stark im Saugen, nicht? Oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist das hier auf einmal weggetrocknet. Nicht so. Und die rechte Seite von dem Bild sieht so ein bisschen aus wie so eine Karte von oben, wie so ein Google-Ausschnitt. Also ja, ich sage, das sind so Flügel. Auf der ersten hat sich so ein rechter Flügel ergeben und dann hier wächst dann sozusagen das hier, wird dann nach unten plötzlich aufgefüllt und dann wächst es in zwei Schüben nach oben noch wieder.
Also total spannend. Ich habe selten so viele Formationen und überraschende Entwicklungen wie an diesem Stück erlebt. Nicht? Alles komprimiert. Auf, ich weiß nicht, habe ich 2 Monate oder wie habe ich so gebraucht? Oder müsste ich nochmal genauer nachgucken? 3. Also, 3 Monate muss man schon investieren in der Geduld. Nicht? Das ist A3. Also die Glasplatte, auf der das Lied ist. Geh doch mal die Bilder nochmal an. Der ganze Anker ist auf einem A3-Format. Ja. Genau, das ist so, wenn ich jetzt hier... Das sieht viel größer aus. Ja. Also es fing mit ihm hier an. Das ist also der Salzsieder von Lüneburg. Nicht? Der ist angeschlossen als Salzmuseum. Und ich brauchte dringend, um Birgit Salz aus Lüneburg, also nicht nur aus Lüneburg, sondern echtes Lüneburger Salz zu schicken, brauchte ich... Salz, also damals war alles zu. Das Museum in Läden ist das unheimlich teuer, wenn man jetzt so dieses Originale haben will. Und dann kam ich da vorbei und sagte, ach scheiße, der. Und dann habe ich den angesprochen und dann hat er gesagt, nee, also es geht alles ins Museum, die brauchen das, die finanzieren sich dadurch. Also da wird das eben in kleinen Dosen zu 6 Euro verkauft. Und dann bin ich mit ihm ins Verhandeln gekommen, sehr sympathisch, und dann haben wir einen Deal gemacht. Er brauchte einen Salzanker und ich brauchte Salz. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache dir einen Salzanker und dafür lässt du mir hier jetzt Salz rüber wachsen. Inzwischen habe ich sozusagen ein Abo. Das ist total nett. Und ich habe ihm dann den Anker gemacht. Ne? Dann habe ich diese Stalaktiten bei ihm auch gesehen. War für ihn was ganz Normales. Und dann habe ich eben lange hin und her überlegt, also er hatte auch keine Eile und es war im Sommer und ich habe dann aber irgendwie schon immer so hin und her überlegt, wie mache ich das? Ich habe ihm schon gesagt, ich mache keine Steinbildhauerei, Salz aus Steinsalz oder so, sondern ich lasse dann, wenn, dann Salz wuchern. Dann habe ich diesen Anker da aufgezeichnet, also ausgedruckt, und dann habe ich angefangen, den sozusagen mit Alufolie, die ich so entsprechend gefaltet habe. Sehr sperrig, ganz schwer zu dressieren. Das hier macht es mal klarer. Habe ich das dann aufgeklebt. Und dabei hatte ich also ein Silikon, das sehr, sehr zähflüssig war. Und das habe ich mir da unten drunter getan, einmal auch dazwischen und dann zusammengepresst. Und dann so, und dann hatte ich das Gefühl, so, das kann nicht anders als dicht sein. Nicht? Aber dafür war es hier überall fleckig, und das zu reinigen, habe ich dann gemerkt, das ist gar nicht meins. Also hier sieht man überall so Spuren von diesem Silikonschmier. Ne? Der ist eigentlich, den sieht man nachher auf anderen Bildern viel, viel deutlicher. Teilweise hauchdünn. Und dann war es dann fertig. Dann habe ich die Glasplatte aus dem Rahmen rausgenommen und auf diese Eckschoner gestellt, damit es Abstand zur Tischplatte hatte. Und also da hier ist nochmal, also ich habe ja jetzt alle Fotos sind dabei. Jetzt muss ich im nächsten, nein Quatsch, als Museum der Beginn. Und dann mache ich mal die Anker total, nicht so. Ja, so sah das dann aus, und das hier ist schon gefüllt. Also ich habe das mit Salzwasser, mit Salzlake gefüllt, und witzigerweise habe ich erstmal gedacht, hä, wo ist die? Nicht? Und bis ich dann genauer hingeguckt habe und dann also so Sachen, diese Lichtbrechungen gesehen habe. Hier gibt es überall so kleine Lichtbrechungen. Du hast Wasser immer in den Anker. Immer in den Anker gekippt. Ich habe das Wasser nie außerhalb. Nie außerhalb. Also einmal als Unfall ist dann etwas ausgeflossen auf der Reise, und da hatte ich das ein bisschen mit nach Kanawurf genommen, und einmal ist mir so die Spritzflasche ausgerutscht, aber nicht, also wirklich Unfall. Und hier sieht man diesen Schmier ganz deutlich, ne? Und dieses hat sich ganz untypisch verhalten, weil es hat sich wahrscheinlich wegen dem Silikon, hat sich die Lake nicht am Rand hochgezogen. Also in dem normalen Glas zieht es sich das Wasser ja sowieso immer so hoch mit so einer kleinen Krümmung durch die Adhäsionskraft, nicht? An der Glaswand hoch.
Und aber das hat es hier nicht gemacht. Das ist ja auch keine Glaswand, sondern das ist ja doch Alupapier. Und das ist doch ein ganz anderes Material als das Glas. Das hat sich an dem Glas orientiert und ist am Glas hochgezogen. Genau, das vor allem glaube ich, ist es das Silikon, das hat es gescheut. Wirklich, Silikon war sozusagen so der Horror für die Satz. Und dann hat es eben so dieses normale Kissen gemacht, wie ein Tropfen, der auf einer Glasplatte liegt. Dann ist ja die Wölbung sozusagen nicht so, sondern so. Ne? Und das war dann überhaupt, das war, glaube ich, der Anfang, wo ich gemerkt habe, da ist was ganz anders. Und dann habe ich gedacht, Alu und das Alu ist ein Grund und dieses Silikon. Und Michael hat aber inzwischen gesagt, also mit Alu hat er probiert, dass da nichts Besonderes zu bemerken war. Ne? Nö. So, ne? Und, was heißt nicht Besonderes zu bemerken? Ja, das geht, also dass das eine Barriere wäre für das Salzkriechen. Genau, es zieht sich, also bei ihm hat es sich dran hochgezogen und bei mir eben nicht. Und das kann an dem Silikon liegen, ne? Auf jeden Fall, egal wie die Startbedingungen sind, habe ich gedacht, dann lassen wir es mal machen. Ne? Habe ich so gedacht, ich vertraue dem mal, dass da auf jeden Fall was passiert. Und hier sieht man schon diese kleine Stelle, nicht? Hier ist das so rausgekommen. So. Und obwohl hier auch überall Silikon ist, nicht, hat es das hier gebildet. Nicht? Also so hier Tropfen. Und ich weiß nicht, ob sich es hier das und von dort aus hier an der Kante lang gezogen hat und dann hier einzelne Ausblühungen. Aber das ist die, die wir vorhin mal gesehen haben. Ne? So. Und hier sieht man auch sozusagen hier so einen kleinen Lichtschimmer. Da schwimmt das Salz oben an der Wasseroberfläche. Hier lauter kleine Kristalle, winzige Kristalle, die schwimmen hier und ziehen das ziehen das so ein bisschen nach unten, ne? So, dann die Kristalle und dann geht's hier hoch. Und das ist übrigens das, was also in Frankreich als Fleur du Sel bekannt ist. Also bei diesen großen Meersalzgewinnungsfeldern schöpft man dieses schwebende Salz ab und dann ist das so Fleur du Sel. Das ist das. Ist das besonders kostbar. Und die anderen hier, die kleben alle am Boden. Und hatte ich gedacht, die kleben am Boden, bis ich dann einmal, als es hier voller war, habe ich dann hier mit diesem leichten, sanften Wasserstrahl der Spritzflasche, habe ich dann da Wasser nachgefüllt und auf einmal sehe ich, wie das Wasser, dieser kleine Strom Wasser, die ganzen Kristalle mitnimmt. Nicht? Also sie saßen gar nicht fest, sondern haben sich da so gebildet. Nicht? Und hier sieht man aber auch, ja? Nochmal, unterbrecht mich nur, aber auch meinetwegen brutal. Also der Anker liegt jetzt zwischen zwei Glasplatten sozusagen. Nee. Nicht oder auf, ne? Auf einer Glasplatte. Drauf. Und man sieht ja, aber das sieht aus, als wenn das so dazwischen, zwischen zwei Glas. Das kommt dadurch, dass ich diese Glasplatte liegt etwa, also so ein Stück über dem Tisch. Damit, wenn, also normal ist so, wenn jetzt dieses Wasser hier hinlaufen würde, würde sich das sofort hier drunter ziehen. Ne? Und dann, damit das nicht passiert, nicht, in weiser Voraussicht, und damit ich es auch mal von unten packen kann und so, nicht, also habe ich das auf diese Ecken gelegt. Die waren bei diesem Bilderrahmen, den ich gekauft hatte, waren das die Eckenschoner. Ne? Fünf Euro. Fünf Euro, was? Ja, 5 Euro, der Bilderrahmen. Ja, das ist unglaublich. Mit Alurahmen. Ich hab mir die bestellt. Die kannst du ja bei Flying Tiger bestellen. Genau. Matze, siehst also, du hier, dass das alles... Das beste Medium ist sozusagen, hast du als Glas, um das Salzkriechen sozusagen zu fördern, ist Glas das Medium, worauf es sich gut bewegt. Ja, also Glas ist... Auch sagen. Aber... Ja. Genau, also bisher habe ich mit Glas gut Erfahrung, obwohl dann in Rüthen war das dann so ein Boden, so Steinplatten, da hat sich das eben auch drüber bewegt. Und Michael hat Salzwucher. Das ist interessant, weil die Struktur vom Glas ja genau entgegengesetzt ist und eben nicht kristallin, sondern eigentlich amorph. Genau. Und ist eine Flüssigkeit, genau. Genau, und keine kristalline Struktur enthält, also von der Materialität eigentlich entgegengesetzt ist. Aber darauf sozusagen, dass das Salz so gut wächst. Ne? Dass da eine Spannung entsteht sozusagen dadurch. Ja, oder...
Ja, ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt vorhin kurz mal überlegt, so von wegen Silikon, wasserabweisend, ist ja jetzt nicht ganz unbekannt. Mhm. Deswegen wird es ja sozusagen da auch an vielen Stellen eingesetzt an der entsprechenden Position. Man müsste es mal auf einer Lotusblume wachsen lassen. Hm. Ja, genau. Also rutscht es ab oder nicht? Ne? Was passiert, genau. Ja. Ja, vielleicht kriegst du denn doch deine erste Salzkugel, ja? Nichts mit Rechteck. umgedrehtes Lotusblatt, ich weiß gar nicht, ob die von allen Seiten dann, ne, wo du denn so ein, wie ein Genau, bei uns gibt es auch so eine Blume, die, wo man sieht, dass die das Wasser da sich nicht drauf hält. Dann kannst du aber auch eine Kloschüssel nehmen, hör mal. Eine Kloschüssel mit Lotus-Effekt. Oberflächenbehandelt. Ja. Ja, und dann aber die musst du dann natürlich extra kaufen oder kannst ganz lange verdrücken. 3 Monate, würde ich sagen. Drei Monate zum Nachbarn. Ja. Genau. Von wegen Salzkugel, man sieht ja hier, wie dieses Wasserpolster hier ist, ne? Und dass sich hier die Kristalle alle hier, also in besonders großer Zahl, wie so eine Perlenkette, am Rande bilden. Ne? Das ist tatsächlich wieder wie im Glas, nur eben umgekehrt. An dieser Stelle muss das Salzwasser sozusagen im Mikroklima, im tropfeninternen Mikroklima, besonders stark verdunsten und besonders stark eindicken. Also hier muss die Konzentration höher sein, weil hier bilden sich dann auf einmal mehr Kristalle und bauen dann mit der Zeit bauen die hier so einen Wall. Ne? Ja, würde ich auch sagen, weil es ist ja Wasser, ne, sozusagen da ja auch, was wir da sehen. Das heißt, ich würde ja auch sagen, hat ja eine andere Dichte als das Wasser selbst, ne, das Salz. Und da werden ja durch die Temperatur, die ja ist, weil das Wasser verdampft ja, werden ja Strömungen an der Oberfläche entstehen, die dazu führen, dass das Salz dahin transportiert wird von der Mitte. Ja, die Moleküle eher, nicht? Also ich habe nicht erlebt, dass jetzt hier irgendwie so ein kleiner Kristall hinwandert. Genau. Ja. Aber es wird ja sozusagen, ne, du hast ja die Oberflächenspannung, die ja auch eine Kurve ist, ne? Sieht man ja an den Randreflexionen. Und dass da halt wirklich auch so Strömungen entstehen, in denen dann die Kristalle oder sozusagen die Moleküle transportiert werden. Und genau, das ist natürlich und dann am Rand. Also ich finde das, also erstens sind das für mich ja gar keine Moleküle, sondern so kleine Quadrate, die sehe ich deutlich, kleine Quadrate, das sind weiße Blackboxes, die da in diesen Seen herumschwimmen. Und jegliche naturwissenschaftliche oder physikalische oder biologische Erklärung erklärt mir doch letztendlich nicht, warum es weiße Quadrate sind. Doch. Pass auf, zeige ich dir. Andreas, ich würde mal ganz kurz übernehmen. Ja, gerne. Wir hatten da ja letztens schon eine lange. Genau. Ja, genau. Die NRCE-Kristalle. Ja, Andreas muss, glaube ich, die Aufteilung also aufgehen. Du kannst einfach Bild starten. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Jetzt habe ich das. Das habe ich jetzt noch nicht. Guck mal, könnt ihr mal hier den Vulkan sehen, nochmal groß. Ja. Nee, wir sehen irgendein Dokument mit irgendwelchen Texten. Ja, ja, das ist halt, aber das, was wir da sinnlich sehen, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was man da jetzt so mal erzählt. Was hatten wir? Salzkristalle hatten wir? Nee, Salzstruktur hatten wir, ne? NaCl haben wir geguckt. NaCl, genau. Aufbau. So. Und da ist dann. Und warum halt das rechteckig ist? Ganz klarer Fall. Das ist ein Salzkristall. Die haben es in sich, rechteckig zu werden. Und hier so. Raumgitter. Ja. Ja. Das ist die DNA von denen sozusagen. Nimm mal die, wo da diese Rhomben noch drin sind. Die finde ich. Das nennt man auch kubisch raumzentriert. Die, ne? Also jedes Natriumatom ist von so einem Rhombus aus Chlor und jedes Chloratom von so einem Rhombus aus Natrium. Ionen, muss man genau gesagt, umgeben. Nicht? Und ich finde das... Ich bin echt begeistert.
Weil, ja, ist gleich aufgelöst worden, nicht wie das Black Box, da spekulieren die Leute, da schreiben die Bücher rüber und. Hier mit der White Box ist sofort klar. Ja. Das ist nicht wunderbar. Es gibt ja. Schöne grüne Kugelchen. Also ganz schnell ein Klammer auf, Klammer zu. Das wirkt so zwanghaft geometrisch und so unvermeidlich, dass das so wächst. Aber dann kommen ja diese ganzen seltsamen Strukturen dabei raus, die sozusagen chaotisch sind, turbulent. Ja, aber die hast du nie manipuliert. In der Natur wird ja kein Anker wachsen. Das ist doch wohl klar. Den hast du hast doch das so gemacht, dass ein Anker wird. Hallo? Ja. Ja, aber das Chaos entsteht meines Erachtens nur, wenn das keine Ruhe mehr hat in der Flüssigkeit, in der es wirklich sozusagen seiner Urkräfte nachgehen kann, in der Flüssigkeit. Sobald Luft rankommt, ständig Bewegung ist, Temperatur, braunsche Bewegung, ganz viel Zeug hin und her geht, dann entstehen ja hinter dir ja auch im Bild zu sehen, Andreas, ne? Dann entstehen diese Chaos, vermeintliches Chaos. Entropie. Ja. Aber hat man nicht auch diese großen Salzkristalle, die auch sehr eckig sind? Habt ihr auch diese Bilder von diesen riesigen? Ja, es gibt riesige Kristalle, die genau. Die ja, Andreas, dann mache ich sehr starke geometrische Struktur haben. Ja, genau. Beim Salzkriechen hat es dann einfach was mit dem Verdunsten zu tun. Dann solche Strukturen wie bei so Wolkenstrukturen oder so. Die nennen wir übrigens Röschen. Ach, ist auch gut mit dem Bild. Ja, Röschen vom Blumenkohl her. Die Wolken nennen wir Röschen. Aber Wolken kann man auch sagen, Schneeaugen. Ja. Genau. Nee, da bin ich nicht für. Da bin ich überhaupt nicht für. Was habt ihr dann hier in dieser geheimen Besprechung? Habt ihr das irgendwie? Ja, im Hinterzimmer, im digitalen Hinterzimmer. Wir nennen das jetzt Röschen. Ich glaube, ich. Oh. Aber es gibt doch in der Mathematik. Du bist in Davos im Zauberberg, ne? Und wir machen hier in Röschen. Entschuldigung, Nadine. Alchemie. Gibt es da nicht bestimmte Bezeichnungen für diese Formation? Gibt es doch in der Mathematik immer ganz viele Bezeichnungen? Ja, da waren wir gerade dran am Arbeiten, wie man das nennt, welche Formen sieht man. Ja. Weil was wir jetzt noch gar nicht gezeigt haben, oder Andreas, du, war diese Bilder mit den Nadeln zum Beispiel. Ja, genau. Die sind das auch ganz klassifizieren schon. Ne? Aber etwas sehr Wichtiges ist schon, wo du gesagt hast, durch das Verdunsten. Das, was du hinter mir siehst, ist Flüssigkeit. Die sich Salz, das sehe ich ganz, ganz deutlich. Ganz, ganz deutlich. Also, du kannst mir noch nicht das A von O vormachen. Das sehe ich doch langes total genau. Birgit. Aber also, weißt du, nee. Das ist weiterhin durchflossen und spielt weiterhin mit dem Lösungsgleichgewicht von Salzlake. Mit von Salzlake durchflossen und das Gleichgewicht von Salzlake. Eben gleichzeitig und dauernd werden dort Kristalle abgebaut und wieder angelagert. Das ist eben nicht starr, sondern durch diesen steten Durchfluss von immer weiteren sozusagen hydratisierten Natrium- und Chloratomen wird diese ganze Sache ständig verändert und umgebaut. Das sieht nur starr aus. Nein, ich dachte das, nein. Oh das Gott, ist dein ja, nein, Bart. Nein. Du hast den Bart eingescannt und dann umgedreht. Ich sehe das nur. Genau. Ja, die Nadeln sind das dann nachher, genau. Bei den Nadeln kommt es raus. Weißt du, der erzählt hier einen vom Pferd, wirklich. Nee, das meine ich. Ich finde total wichtig. Das ist genau dein Bart, den hast du eingescannt, dann hast du das Ganze gedreht, umgekehrt. Ja. Und dann erzählst du uns hier so eine dicke Story, so naturwissenschaftlich basiert. Salzkriechen und so. Ja. Nix, glaube ich. Ja, ich gebe dir ja recht. Darf ich auch mal was sagen? Was? Wenn wir uns unterhalten, dann kommt immer so eine Stimme aus dem Hintergrund, so ganz klein, darf ich auch mal was sagen? Du hast doch hier jetzt die Macht, ey. Du bist der Host. Ich kann so viel sagen, genau. Schalt mein Mikrofon ab, man kann so viel sagen, wie ich will. Nee, Salz, genau.
wenn ich hier gucke, bei Wikipedia zum Beispiel Salz von, was weiß ich, wo kommt es her? Idiogermanische Ursprache. Eigentlich das schmutzig-graue. Das habe ich irgendwie noch nicht so verstanden. Warum das schmutzig-grau genannt wird, weil diese ganzen Salzungen, die sind für mich auf den Fotos auch und auch bei hier so irgendwie so reines Weiß irgendwie. Oh, das kam erst später bestimmt. Also ich vermute mal, ich vermute mal, es gab ja Zeiten, wo das Salz extrem kostbar und sehr schwer zu besorgen war. Mhm. Und dort hat man also an der Küste mit Salzwasser gesättigtes Torf verbrannt. Oh. Und dann hatte man eben so ein Aschezeug und aus dem hat man dann im Grunde das Salz rausgezogen. Und das war natürlich eine graue, trübe Angelegenheit, bis dann, und ich glaube, das Salz konnte man auch nicht wirklich reinigen, sodass das immer untermischt war mit also diesem Torf, dieser Torfasche. Und dann kann ich mir vorstellen, dass von dort also diese Idee kommt. Aber ist nur eine Vermutung, da bräuchte man eben jemanden, der sich da noch ein bisschen tiefer reingedacht hat. Nicht? Also, genau. Aber ist ein tolles Beispiel dafür, wie eben im Namen schon dieser Sprung in die Symbolik, in die gedankliche, sinnsuchende oder sinndefinierende Denkweise oder so Vorstellungswelt. Wenn man denkt, die Nordsee, ne, die ist ja sehr, sehr salzig. Nordsee, die hat ja einen hohen Prozentsatz an Salz und die ist ja auch ziemlich grau. Ne? Die ist ja nicht weiß oder hellblau. Die ist ja ziemlich grau. Naja. Seit wann ist denn Salz überhaupt sozusagen so aufgekommen im Sinne von gewürzartig? Oh, im Mittelalter. Nein, viel früher. Tiere sind hinter Salz her wie der Teufel. Und, in der Bibel, Jesus sagt doch schon, ihr seid das Salz der Erde. Ja. Über 2000 Jahre Bibelstelle. Her. Wo ist das denn? Im Korinther? Kacken das bei den... Salzkackenden das ist im ersten Rehkochbuch. Im Alten Testament oder im Neuen? Ist das schon vermehrt. Jesus ist nicht im Alten Testament. Sei denn, man hat da irgendwelche Fantasien, wo er vorhergesagt wird. Nee. Wenn nicht schon im Gilgamesch-Epos. Ja, das ist... Oder früher. Salz ist also schon ziemlich... Vielleicht hat man schon versalzene Keilschriften gefunden. Ich könnte jetzt natürlich Google bemühen, aber ist grad, das will ich ja nicht. Das heißt aber, ja auch das Salz aber, des Lebens, oder nicht? Aber... Ja, ja. Aber seit wann wird Salz gewonnen? Also richtig bewusst sozusagen, also nicht genutzt, sondern. Ich gucke jetzt mal in Google nach. Hilft ja nichts. Salz, oh Mann, es gab Zeiten, Wikipedia. Die habe ich noch erlebt, da gab es kein Wikipedia. Ey. Da gab es nicht mal Internet, da gab es also die Uni mit einer UB. Ich hab auch Regal mit Lexika und etymologische Wörterbücher und so ein Scheiß. Ja, ich auch. Ja, da konnte man froh sein, wenn man Eltern hatte, die mindestens ein dickeres Lexikon hatten, wo so wissenschaftlich so Begriffe mal ein bisschen. Ah, die habe ich mir selber angeschafft. Was ist in der Jungsteinzeit hat man schon Salz gewonnen. Mhm. Und in der Bronzezeit auch. Siehst du? Vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt. Ja. Naja, also. Mitte Deutschland. Also, genau. Ja, ich würde jetzt auch sagen, weil irgendwann hat man ja angefangen, das Fleisch zu pökeln, um es für den Winter haltbar zu machen. Als Konservierung, ja. Ja, und das ist natürlich schon super praktisch. Halle war ganz wichtig. Super praktisch. Ja, Halle gewesen. Ist in der Salzgewinnung super wichtig. Wir haben ja fast Europa versorgt mit Salz durch die Salzgewinnung hier bei uns. Und ja, wir auch. Es gab nur zwei Europas gegeben. Ja, das war Feuer getan. Entschuldigung, Nadine. Ja, wir hatten ein starkes städtisches Bürgertum. Da sind die Halle sehr stolz drauf. Halle war erst ab 806 gemacht und Lüneburg erst ab 850. Also die waren... Wir waren in der Hanse gar nicht so da schlecht. Da bist du ausgestochen, Andreas. ihr auch, Hanse. Die Wikinger schon. Ja, ihr mit eurem 300-Seelendorf da, Lüneburg. Ich bin ja sowieso noch zugezogen. Was mache ich hier eigentlich? Das auch noch, ja. Ich bin kein Lokalpatriot sein.
Sonst werde ich ja noch zum Lüneburger Original, du. Das wäre noch der letzte. Du, das heißt ja nicht musst, du müsstest keiner sein, aber... Du müsstest. Ja, nein, zufällig. Aber mit dem Salz habe ich ja schon in Rüthen angefangen. Das, ja, ich bin ja hierher gezogen, da hatte ich gar keine Ahnung, was Lüneburg irgendwie so mit Salz angefangen hat. Irgendwie so. Das hast du nur gar nicht gemerkt in Rüthen, wie sich das schon rüber, wie das sich zu dir hinzieht. Ich habe gestern mal... eben, ich war so blind. Das ich habe gestern mal geguckt bei IDW Online, Salz, Hochdruckliga. Ja. Also Salz ist für Hochdruck irgendwie, Bluthochdruck. Zu viel so Salz. Deswegen also, hier, klar. Also es gibt Mord durch Salz. Also man kann wenn Salz, wir keinen Salz haben im Blut, sind wir auch, sterben wir auch. Also wir brauchen eine gewisse Menge von Salz im Körper, um ordentlich, damit alles ordentlich funktioniert. Aber wir salzen heute in unserer Kultur, salzen wir zu viel angeblich. Also eine Frau hat ihr Kind umgebracht, indem das Kind, das ein Pudding versalzen hatte, diesen aufessen musste. Und da hat das Kind natürlich auch unwissentlich, aber eben trotzdem voll daneben den Pudding aufessen lassen. Kind war unrettbar mit Salzvergiftung umgebracht. Aber dann passiert also so eine Art Dehydrierung, ne? Also die... Das muss mit dem Natriumhaushalt zu tun haben. Hier fragt jemand, auf YouTube, ob wir geimpft sind. Ja, wie Sau. Aber er fragt nicht, ob wir mit Salz geimpft wurden. Ja, ich habe ja vorhin erwähnt, auch DNA läge in Kristallform vor. Und, Hier ist auch noch ein guter Beitrag von Leitonie. Da wollte ich eigentlich eben, hat mal getestet, ob er reinkommt. Wollte er nicht oder sie. In der Kunst, Lots Frau, eine der ersten sozialen Plastiken. Ja, waren durch, genau. Skulptur, durch sehr, sehr schnelles Salz kriechen. Ja, das ist auch zur Salzsäule erstarrt, ne? Genau. Ja, da sind ja also Zeitsprung-Utopien sind da ja, oder wie heißt das, Quantensprung, Salz und Quantensprung, das ist alles da Salz und vorgeformt. Ja, plötzlich Salz, du stellst mal vor. Aber jetzt dann wirst du natürlich kommen die ganzen Tiere und lecken an dir. Genau, bis du weg bist. Ja, genau. Von dem, heute an den Salzstangen isst man immer ein kleines Molekül Lotsfrau mit. Ja. Sollen wir denn noch auf das Thema Logo kommen? Da hat man nämlich den Schwung jetzt bei genau, den aber ich möchte dann mal wissen, warum ist hier überhaupt die Salzsäule erstarrt? Das weiß ich nicht mehr. Weil die sich umgedreht hat. Durfte sich nicht umdrehen, wurde denn gesagt. Ja, aber das ist ja, das ist ja nur kein richtiger Grund, um zu Salzsäule zu werden. Na, ist ja, ich glaube, das ist die Orpheus-Geschichte, die hat sich dahin vertransportiert, sozusagen. Ja, aber warum ist sie denn gerade eine Salzsäule geworden? Hätte eine ganz normale Säule werden können. Ja, weil das so ganz nah am Toten Meer war vielleicht. Man könnte auch fragen vom Storytelling, warum muss die Frau jetzt zur Salzsäule erstarren und nicht ein Mann? Ja, nun, bei Orpheus ist es der Mann, nee, da ist die Frau verschwunden auch wieder. Ja. Das ist die Frauen, die verraten die Männer oder was? Die essen vom Baum der Erkenntnis oder die Folgen der Schlange und was? Nee, ich muss mal bei Ranke Graves nachgucken. Der hat ja die matriarchale Seite so dargestellt. Das kann ich jetzt eben mal so eben nicht machen. Okay, da gibt es auf jeden Fall sicherlich eine matriarchale Story, die die Sache als Perversion einer ganz anderen Geschichte darzustellen für Marc. Die nehmen wir dann. Aber der Punkt war, was Nadine eben also angesprochen hatte mit den Formen, ne, die verschiedenen Formen. Das war ja auch die Idee mit dem Logo, dass man irgendwie... Also ich habe hier nochmal die Seite zur Strukturwissenschaften aufgemacht und lese da gerade so ein bisschen drin, welche verschiedene also Wissenschaften zu den Strukturwissenschaften gehören, sich dazu zählen. Und natürlich haben wir da in den 80ern die Chaosforschung und dann auch die Systemtheorien ab den 50er, 60er Jahren, also die sich alle so mit Strukturen beschäftigen, aber halt mehr im mathematischen Sinne sozusagen, wo man komplexe Strukturen analysiert oder auch mathematische Mengen analysiert. Und ich habe jetzt noch nicht irgendwas gefunden, was sozusagen phänomenologisch auf Strukturen schaut und versucht, vielleicht so begrifflich zu ordnen. Also so wie diese Erfahrung, die wir machen, dass wir Gebirge, wenn wir die von oben anschauen, oft wie so fließende
Konstellationen aussehen. Also dass man die Erfahrung macht, dass über die Jahrtausende oder Jahrmillionen sozusagen auch nur ein Fließen stattfindet, aber eben sehr, sehr langsam. Aber das sind eigentlich dieselben Kräfte oder dieselben Formationen, die dadurch entstehen. In dem Buch von Mandelbrot gibt es eine wunderschöne Passage, wie das Mittelmeer, wenn man es immer weiter ausmisst, eine immer längere Küstenlinie kriegt. Also je genauer man misst, desto länger wird die Küste. Und wenn man unendlich genau misst, wird die Küste auch im Grunde unendlich lang. Mhm. Und da gibt es Übersprungmöglichkeiten und natürlich in diesem konstruktivistischen Kristallbilden und dann eben in dieser Raffinesse, dass das also möglicherweise alles sozusagen eine Flüssigkeit ist, die sich ein Skelett baut. Also so, das, ich finde auch, das ist ein Bereich, der für mich vielleicht auch so abstrakt und, also ich habe ja den Luhmann nicht gelesen, weil ich da so eine Angst vor habe. Was? Aber weil ich ja auch da an all das was. Ja, alle lesen Luhmann und dann, ich habe noch nie das gelesen, was alle lasen. Also Hermann Hesse Videos war dann Opfer. Andreas, schöne YouTube-Videos mit Luhmann. Ja, hier, Michael, der schickt mir ja jede Woche mindestens eins. So, Michael. Aber wir können. Habt ihr dann noch anderes Wissen, also wie man zum Beispiel, also ich weiß aus der Mathematik, werden zum Beispiel so eine Formation, wie ich sie jetzt hinter Andreas sehe, das würde man als Staub oder Wolke bezeichnen. Das sind aber feste mathematische Begriffe für bestimmte Strukturphänomene. Mhm. Also die einfach. Ah, wenn du da was hast, bitte Link, wäre toll. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen noch irgendwas, also ich weiß auch nicht, ob das die Topologie ist in der Mathematik, die sich mit solchen. Topologie könnte gut sein. Untersucht ja sozusagen Oberflächen zu Inhalten, wie die zueinander stehen und wie die geformt sind. Oder ob es. Da weiß ich jetzt nicht, wenn ich so Topografie höre, dann denke ich immer sofort an Geografie. Dann ja, genau, auch das ist aber ein Begriff, der Erdoberfläche gemessen. Mit Oberflächen arbeitet, aber das mathematisch sozusagen mathematisch drauf schaut und da auch ganz andere Begrifflichkeiten entwickelt, als wir das eben aus der Geografie oder aus unserem 3D-Raumverständnis haben, sind es da ganz andere Verstehensansätze von Oberflächen. Das ist auch super interessant, aber so kenne ich mich nicht aus. Ich habe nur ein paar Videos mal gesehen. Ja, Oberfläche ist sowieso, na gut, aber das wäre jetzt ein ganz anderes Fass aufzumachen. Ich würde mal vorschlagen, weil ich finde auch diese Sache mit dem Logo ist. Ich hätte noch ganz, da. Ganz. Und ich würde. Eine ganz kurze Anmerkung, was die Birgit eben meinte, was das mit Kunst alles zu tun hat, was mir so auffällt, ist, dass es ja echt Künstler gibt, die gehen so in diese Materialwissenschaften, also wie die Farben anrühren und zum Beispiel in der bildenden Kunst, also Maler. Ne? Spuren sich so, lange. Also wie die sich so in Bereiche rein arbeiten, wo die Interesse haben, wo ein anderer dann Außenstehender fragt, wieso interessierst du dich jetzt für Chemie oder Physik? Du bist doch Künstler. Ne? Ja, Trip Music, der war Chemielaborant oder sowas, der George Brecht und so. Also es gibt überall, gibt es so intime Berührungspunkte. Ich würde gern vorschlagen, dass wir noch einmal ganz kurz einen Blick auf die Nadeln werfen und dann zum Logo wechseln, nicht? Ja. Damit wir das einmal. Auf deinen Bart schon wieder? Naja, hier. Ja, das sind auch Nadeln. Ich habe schon mal überlegt, wenn ich mich jetzt so vorbeugen würde in so eine Lake und dann mir genug ausharren würde. Ich weiß, mit Barbarossa, dessen Bart ja durch eine Tischplatte gewachsen ist. Ich glaube, diese Tischplatte war mal ein Salzwasserbecken, das dann also massiv auskristallisiert ist und da ja Zeit hatte, unendlich viel. Hat er dann diese Art von Gefängnis gefunden. Okay, das würde mich wirklich eben kurz interessieren von der Frage her. Wenn man Haare in Salzlake macht, wird das dann so wie so in so einer Tropfsteinhöhle so solche Gebilde geben, die so hochwachsen? Wenn das Platz hat zum Tropfen, wenn du einen Zopf da reinhängst oder tatsächlich, also das wäre mal auszuprobieren, also nur zu. Also ich wäre total neugierig. Stacklatten, Stromatoliten.
Ja, also ich hätte noch Bilder, wie das an Gebäuden ist. Da ist es aus Beton, da kommen auch diese kleinen Röhrchen runter. Es ist also nicht auf Salz beschränkt. Und das mit Haaren. Ich will ja, ich habe ja vor, also auch mal, ich habe so ein marxistisches Buch Kunst als Arbeit. Ne? So ist so dünn, das würde ich gerne mal versalzen. Und ich habe noch nicht den Anlass und die Machart jetzt genau gefunden. Das ist aber bestimmt, dass ich das mal tue. Da ist auch so dieses Hochsaugen durch das Papier mit drin. Und ich habe eine gemacht mit Schaumgummi. Das ist total seltwürdig geworden. Als Arbeit, Andreas? Ja, das ist ein fast unlesbarer Text, weil der so in dieser marxistischen Terminologie drin steckt. Das war so in der Zeit, als also es überall diese Splittergruppen gab und ich war dann so von abgestoßen und hat es dann auf die Toilette gelegt und habe ich dann immer mal reingelesen, war immer noch abgestoßen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, es wäre vielleicht ganz schön, das also mal mit sozusagen dem Salz zusammenzubringen. Und ich habe es nicht, ich kann da nicht drüber urteilen, weil ich das. Das passt total gut. Ich meine, das Salz ist ja auch irgendwie das Gold, ne? Mit diesem das war ja so tolles Handelsgut, ne, ja immer. Ja, klar. Viel Wert massiv. Und Kinderarbeit und die armen Salzsieder, die waren ja da sozusagen die Sklaven der reichen Bürger, obwohl es hat ihnen ja allen hier in Lüneburg extrem Reichtum gebracht. Also es ist ja nicht so, dass die hier alle gelitten hätten und ich glaube auch, na gut, aber die letzte, die Saline ist ja irgendwie aus kapitalistischen Gründen geschlossen worden, weil sich das nicht mehr rentierte. Die wurde ja zum Schluss mit Erdöl geheizt und so. Also es gibt da viele, sicherlich, also neoliberalistisch sogar. Und jetzt aber soll das ganze Museum umgebaut werden. Aber diese ganzen Salinen wurden auch deshalb in diesen Kurorten aufgestellt, weil die Leute doch da so lang flaniert sind und so gedacht haben, das ist genau. Wie Urlaub an der See. Also ja, Radierwerke. Genau. Ja. Genau. Wir haben hier, ich gucke hier auf eins runter und manchmal gehe ich zum Lesen, setze ich mich dahin und atme frische Sohleluft und lese und unterhalte mich hier mit dem einen oder anderen. Gut für die Wir haben hier übrigens auch ein sehr schönes Salzmuseum und auch eine Saline. Halle. Okay, wir schalten sofort und machen die Connections. Also, aber ich vermute, das Netz der Salzmuseen gibt es schon, aber ist natürlich viel besser, wenn wir das dann außerdem nochmal machen. Akademie auch, der Künste kann da ja mal. Ich glaube, vor 2 Jahren gab es auch in Halle so ein Salzfestival. Aha. Es war auch so eine künstlerische Perspektive und wurden auch Künstler eingeladen, die mit Salz arbeiten. Aber das war vor 2 oder vor 3 Jahren. Muss ich nochmal recherchieren. Gibt es auch Dokus im Internet? Ja, bestimmt. Also es war richtig medial. Also es war ein großes Stadtfestival, das Salzfestival, und sollte auch regelmäßiger stattfinden. Ich suche mal und ihr könnt euch erstmal weiter unterhalten, bis ich es gefunden habe. Aber nochmal zu diesem Kunst als Arbeit. Es war ja der Versuch auch in der DDR, die Kunst als legitimes Arbeitsfeld zu etablieren. Also eben nicht als sozusagen... Überbau. Ja, als zivilisatorisches zur Plus sozusagen, was irgendwie... Nur schön geistige Menschen trifft, sondern es ist eben ein ganz solider Teil der Gesellschaft und der Versuch sozusagen als Arbeit zu definieren, ist es eben aus diesem Elfenbeinturm zu heben und zugänglich zu machen, auch für alle. Welche Stadt war das Salzfestival? In Halle. Aber es ist nicht das Silbersalzfestival, also es gibt ein Silbersalzfestival, das ist so ein mediales Festival, was seit 2 Jahren jährlich stattfindet. Es gab vor einigen Jahren ein richtiges Salzfestival in Halle. Also was ich hier jetzt, was man hier beim, wenn man mein Bild irgendwie wahrscheinlich vielleicht noch irgendwo ein bisschen sieht, im Hintergrund habe, das sind Du musst nochmal umschalten auf dein, ich habe hier gerade das, ich stoppe das nochmal. Ja, nee, nur ein klein durch, ich finde nichts Sinnvolles.
Also, okay. Ich sehe halt nur die, und im Hintergrund sieht man bei mir, dass ich hier jetzt, ich kann da nicht nur den Vulkan einblenden, sondern das ist ja ein ganz normales YouTube-Fenster. Ja, es gibt ganz viele bekannte Veranstaltungen, die kein YouTube-Video haben. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Es greift um sich, ne? Ja, ich finde das immer wieder. Negative Beschleunigung, es werden immer wieder. Ich lese eine Pressemitteilung und dann finde ich kein YouTube-Video dazu. Ne? Das ist schlechtes Marketing. Ja gut, also da wird Salz halt auch gar nicht eher, wenn ich das hier so sehe, ne, ist da jetzt der Kunstaspekt jetzt nicht ganz so im Vordergrund. Der wird schon auch eine Rolle spielen, aber geht hier eventuell auch um Happa Happa, ne? Und Handel. Ja, ja. Und das wie mit der das komischen... Grad, weil ich habe das jetzt gerade aufgemacht und das hat, also es hat fängt, hat sich mittlerweile so etabliert als Salzfest, also ganz normales Salzfest, wo man sozusagen die Tradition gedenkt. Salzfest. Als es aber anfing, als das erste Mal das aufgeführt wurde, nach längerer Zeit, Halle 365, gab es eine große, wie sagt man, einen Aufruf deutschlandweit von zu Künstlern, die sich mit Salz beschäftigen, die dann ausgestellt haben. Gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, Salzfest. Siehst du? Siehst du, war ich wieder mal nicht dabei. Ja. Also es ist mehr so ein Event, also es ist mehr so ein bei uns hat man mal Salz gemacht oder hergestellt, deswegen feiern wir jetzt das Salzfest. Bei uns hat auch mal Händel gelebt, deswegen feiern wir das Händelfest und also es ist manchmal. Hier hat Heinrich Heine auch gelebt, eine Zeit lang. Und der hat sich so voll Abscheu über Lüneburg geäußert, dass es kein Heinrich Heine-Fest gibt. Ja. Aber dafür gibt es jährlich, also glaube ich, mindestens zwei salzbezogene Events. Also, wir haben hier in Trier auch kein Karl-Marx-Fest. Echt nicht? Also ich kenne zumindest keinen. Da wird zwar immer irgendwie rumgetragen, wie so ein Heiliger, aber ein richtiges Karl-Marx-Fest kenne ich hier auch nicht. Du hast ja auch schon ein bisschen deine Ernst-Zählmann-Mütze da hingelegt. Was? Die Maus und? Oh, das habe ich schon noch gar nicht gesehen, Andreas. Das sind schöne Fotos, Andreas. Ja, aus der freien Hand. Erstaunlich, ne? Zeig mir mal was, wo diese... Das sind diese Nadeln zwischen diesen... Wolken? Hier spießt sogar so ein kleines Salzwölkchen auf einer Nadel. Na, zoom mal ran. Hast du Maus? Und dann? Das geht bestimmt. Da. Wunderbar. Ja. Und was ganz eigenartig ist, was ich noch überhaupt nicht wirklich verstehe, also hier sind auch nicht so die super Schlag. Erstmal Staub möchte ich mal darauf hinweisen. Wichtig. Aber hier sieht man so ein bisschen. Es gibt ganze Rudel von diesen Nadeln, die haarscharf parallel aus diesen Sachen rausgehen. Siehst du hier so. Ne? Alle in unglaublich. Fast hundertprozentig hier. Im Winkel. Ne? Ja. Hier, ne? Ja. So. Und sogar hier relativ weit auseinander. Ne? So. Ne? Was ist das? Ich habe erst gedacht, es wären zwei Seiten einer Platte, ne? Wo die eine Seite, aber das sind einzelne Nadeln. Ich weiß aber, wie man das mal rauskriegen könnte, Andreas, wenn du da sozusagen eine Ecke suchst, die nicht so bedeutsam ist und mal Farbe, Lebensmittelfarbe reinkippst und guckst, ob es Strömung gibt. Weißt du, wenn du siehst, oh, da kommt die Dingens, dann machst du ein bisschen Farbe rein und guckst mal, wo sich das hin entwickelt. Ja, es kommt, diese Ankersalzung ist ja abgegeben, die ist ja dahin gekommen, wo sie auch für beabsichtigt war, die ist durch, aber ich will ja jetzt noch weitermachen und eine natürlich um des Bettern Willens auch eine mit dem Bettern als Grundform und da gibt es sicherlich Möglichkeiten auch zu experimentieren, nicht? Also es gibt hier, also diese, es gibt dann aber auch ganz lange, ne? Also es gibt richtig, richtig weite, nicht? Also das ist ja hier relativ nah, ist ja Makro, ne? Es ist also, das ist hauchdünn. Und bei einigen bin ich auch nicht sicher, ob die nicht hohl sind, also hier zum Beispiel oder hier, nicht? Da muss man wirklich mal einen Mineralogen, der solche Sachen sich auch untersucht, ne? Müsste man haben, ne? Ja, also damit habe ich die einmal gezeigt. Auch hier diese knollige Struktur,
Nicht? Die ist auch nochmal erwähnenswert. Also wenn man so auf Strukturensammlung gehen will, ist das eine reine Fundgrube, weil es ganz viele Sachen realisiert. Und man dann, und hier geht es von unten nach oben, hier auf Verbindungen. Aber ich finde das mal toll, wenn die so im Licht aufglänzen. So hier. Also es gibt welche, die auch hier so überqueren. Ne? Das gibt es auch. Naja. Auf jeden Fall sind wir da dran, jetzt eine Website zu machen und da war das Thema, wie sie könnte so ein Logo genau zum Thema Salzkriechen aussehen. Genau, da gehen wir, da wechseln wir jetzt. Ich fand dieses eine sehr schön, das vorletzte, kannst du das nochmal zeigen, mit den überwucherten Quadraten. Ja, das, die nenne ich tote Fischaugen. Weil die sind ja hier auch nochmal, also innen drin auch nochmal strukturiert, ne? Die haben so einen Kern. Ja, dann genau. Ist so ein anderer mit einer anderen Dichte im Raum und dann ist nochmal so eine feste Grenze. Ja, Rahmen. Sie sehen so ein bisschen aus wie diese, genau, wie diese Urwaldbilder aus Mexiko, wo man unter dem Urwald noch verborgene Pyramiden genau findet. Und da habe ich welche, wo die noch im Wasser schweben, sozusagen, oder im Wasser liegen. Und da sind die natürlich richtig, haben sie diesen Überzug aus, also ich sage, das hatte man wie diese vertrocknenden Augen von Fischen, so sieht das für mich aus. Und da sieht man auch, dass das hier nach innen geht, dass das also nicht hoch geht, so wie bei einer Pyramide, sondern dass das so eine leicht runde Abwärtsform ist, weil das also in der Mitte wahrscheinlich, das Kleinste ist in der Mitte und dann wird es immer größer und so, ne? Das müsste man sich aber dann mal angucken. Und das ist eigentlich in Sachen Wissenschaft hier der Unterschied von mir zur Wissenschaft, dass ich eben im Unreinen arbeite und auch mit auch medial unrein, dass ich mir jetzt nicht eine Makrokonstruktion mache, die bestimmte Dinge nachweisen kann und so weiter. Ich kann, wenn ich was züchte oder was ausprobiere, dann ist das auch eher, hat das so diesen spielerischen Charakter und dabei kann was bei rauskommen, aber manchmal auch so wie derjenige, der irgendwie gesagt hat, Kompost macht Mäuse oder so, nicht? Mhm. Und das ist bei mir erlaubt. Also von daher auch Birgits Zwischenfragen fand ich extrem treffend, weil dann kommt daraus hinten, also wird also in so einer seltsam mythisch bastelnden Weise, wird auf den Stoff zugegriffen und nicht auf nicht funktional, nicht als Nahrung, nicht als also wissenschaftliche Erkenntnis treibend, sondern nochmal anders. Und das empfinde ich als eine Erweiterung des Erkenntnis- und Wahrnehmungsraums, Erkenntnisraums, Produktionsraums und so weiter. Und hier nochmal, das hier ist so ein bisschen dendritisch, nicht? Also sieht man, wie so Bäumchen wachsen, ne, die sich dann so verzweigen. Dann hast du bessere Bilder noch mit der Platte, ja, mit der Spiegel, so, wo man riecht. Ja, ja. Aber hier, Michael, was ich sagte, diese weißen, trockenen Stellen, die kommen, wenn es so praktisch ans Austrocknen geht, wenn also das Wasser immer mehr fehlt und dann auch dann nicht da, da siehst du, dass die weiß sind, diese Verdichtungen. Ne? Ja. So, ne? Also ja, auch da geht's los, nicht überall. Und naja, okay. Das so, jetzt irgendwie. Auf jeden Fall hat man ja, wenn man so ein Thema hat und dafür ein Logo machen will, muss man ja irgendwie das Logo, dass das Logo irgendwas assoziativ damit zu tun hat, oder? Mhm. Da haben wir dann geguckt, wenn man so bei Google in der Bildersuche geht, Salz-Logo oder was weiß ich, Salz sucht, da gibt es halt sehr viel Dreiecke irgendwie, ne? Dreiecke und so auf die Spitze gestellte Rechtecke, so verbogene Rechtecke. Also irgendeine Form. Also Nadine, was würdest du denken, wenn man Logo, also mit Logo? Ja, Logo ist immer sehr funktional. Also ja, wenn man jetzt künstlerisch daran geht, muss es überhaupt nicht diese... Nö. Genau. Also da könnte man... Das hatte ich mir nämlich auch gedacht, dass das vielleicht ein Unterschied ist, um wenn jemand fragt, was der Unterschied zwischen Kunst und Design. Weil so bei Logo wäre ich eher beim Design. Ne? Also hier kommt es jetzt wirklich nicht darauf an, dass es auf dem Briefpapier auch noch sich gut drucken lässt.
Aber da bist du voll im Design und nicht halt in der Kunst, oder? Könnte man nicht verschiedene Strukturen sozusagen abstrahieren und sozusagen vielleicht übereinander lagern oder nebeneinander? Also das an Strukturen, was jetzt aus den Salzkirchungen so da ist? Dass man erstmal wie so eine Art kleinen Katalog erstellt, welche Formen zum Beispiel gibt es so her. Und dann könnte man versuchen, daraus was zu bilden. Dass man erstmal so ein. Ja, das haben wir ja schon, wir haben da schon ein bisschen dran gearbeitet, das wollte man nicht machen. Ich wollte jetzt nur Ergebnisse präsentieren. Ja, genau, wir wollten. Der Andreas hat irgendwie was ist das aus dem Chemiebuch oder woher hast du da die Formel? Da? Ich hab als Jugendlicher einen Kosmos Chemiebaukasten geschenkt gekriegt und damit habe ich mich immer, also im Jugendhaus gab es so ein Dachzimmer, was praktisch nicht benutzt wurde, wo es einen Tisch gab und so alles schräge und so, dann habe ich dann experimentiert und dann als relativ bald habe ich dann erstmal die Bude unter Chlorgas gesetzt. Dann hatte ich so eine Apparatur erzeugt, die aus irgendwas Chlorgas machte und habe die laufen lassen, bin dann runter zum Essen, dann musste ich noch was erledigen, dann hat meine Mutter mich noch geschickt, dann bin ich hochgekommen wieder, so, ich habe da oben noch was laufen, dann war die ganze Bude ein einziger grüner Qualm. Hatte ich aber Gott sei Dank in dem Buch gelesen, dass das hochgiftig ist, dass man nach Sekunden die Riechfähigkeit verliert und dann gar nicht mehr merkt, in was man da drin ist, da dieser stechende, scharf stechende Geruch von Chlorgas. Dann habe ich Luft angehalten, mir was vors Gesicht gehalten, habe das Fenster aufgerissen und bin dann nach einer Stunde wieder rein. Da hatte ich dann die Giftgaswolke so nach Wiedenbrück reinlaufen lassen. Nicht? Also ich weiß nicht, war ich vielleicht 14 oder vielleicht ein bisschen älter, aber aus diesem Buch, das habe ich immer noch, weil ich das so liebe, dieses biografisch und historisch frühwissenschaftliche auch. Und dann da war dieses eine mit diesen Plus-Minus-Polen und dem im Wasser, Salzwasser ist kein Salz und so. Ne? Da habe ich das geholt und da habe ich mir eben diese beiden Formen ausgeholt und hatte das dann so. Dann Birgit sagte, das wäre Blümerand, das fände sie etwas zu Blümerand. Man dürfe das ja wohl noch sagen. Man müsse das ja wohl noch sagen dürfen. Und Blümerand ist mir ein Wort, was ich zwar kenne, aber was mir überhaupt nicht geläufig ist, was ich also, da habe ich dann erstmal nachgeguckt. Aber es ist sozusagen, dass einem schlecht wird, weil man wird schwindelig und es gibt da einiges. Birgit, was hast du dann jetzt genau gemeint? Ja, normalerweise wird es ja mit Tee plümerant. Das ist genau das, wenn einem schwindelig und so ein bisschen plümerant wird in der Gesellschaft und ist einem nicht so wohl, dann ist einem ein bisschen übel und all das. Aber ich meinte das in Bezug auf eine B geschrieben, plümerant. Mir sind das, ist das zu blümchenmäßig, mir ist das zu ausgewogen, das sieht alles wie Heiteltei, weißt du, so ein Kinderblümchen auch. In der Mitte ist so ein Kreis, dann immer schön vier Blätter, alles schön ausgewogen. Und sie liebt mich nicht. Genau, das fand ich irgendwie, ja, das hat, deswegen habe ich gesagt Blümerand, weil das einfach, da bleibt nichts hängen, das ist so ausgewogen, das ist so, selbst ist mit der Schrift genau und so, da das fand ich, also ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber das fand ich schade, dass das vergibt so viel, was dieses Thema eigentlich mitführt. Also so viele spannende Sachen und das sieht voll langweilig aus, also im Vergleich dazu. Genau, ja, und deswegen habe ich Michael geschrieben. Ja, ich habe das ja auch eingesehen und habe gedacht, wie kann ich das noch verschärfen? Und ich experimentiere da auch weiterhin noch mit rum, weil ich da das mir auch vorstellen kann, dass das so nicht ein Logo ist, aber so einleitende Funktionen haben kann. Aber dann kam also, während ich krank war, und dann kam Michael mit einem schlagenden Entwurf und damit ging es dann richtig los. Nicht? Das war dann dieser hier. So. Ja, das so finde ich, das ist so ein Button, so ein Sticker, den kann man, da kann man auch so
wie nennt man diese, die heißen, glaube ich, Button, ne, die man sich so anheften kann. Und Aufkleber und so, so stelle ich mir das vor. Ja, das ist voll das Logo. Ja, das ist für mich einfach funktional. Ich habe ja nur das genommen, was er schon hatte, ne? Und habe das einfach in so ein Ding gepresst. Der Matze hat auch noch total geil direkt nachgeschoben. Das war ein Mock-up. Ja, Mock-up, Matze, kannst du die, Matze hat direkt so Sticker gemacht da draußen, ne? Ja, das war ein Mock-up. Hast du da so ein Ich finde von der Assoziation, finde ich, das geht in voll die falsche Richtung. Das erinnert so an dieses Eiserne Kreuz. Pass auf, dann zeige ich doch mal. Ich mache mal Bildschirm freigeben. Möchten Sie fortfahren? Ja. Dann mache ich das, weil ich habe das hier, glaube ich, schon. Ich hatte das hier Nadine, genau darüber haben wir dann diskutiert. Genau, das ist eine totale, das ist so eine voll die totale Debatte abgegangen. Symbolkraft und davon, dass alles schon rausgeholt worden, was es so gab, bis Faschisten. Ja, im dritten, wie genau. Ja, also ich finde, die Farben sind auch immer besetzt. Also damit muss man, das muss man wissen. Ja, genau. Und ich arbeite selber auch in meinen Zeichnungen mit Schwarz und Rot. Aha. Und bin aber über die philosophische Literatur der arabischen Philosophen darauf gekommen, weil viele dieser alten Schriften, die ja in der Tinte, schwarzer Tinte verfasst wurden, viele also Wörter in Rot schreiben oder Absätze in Rot schreiben, die jetzt besonders wichtig sind. Und Schwarz-Rot in der Wissenschaftsgeschichte sozusagen eine ganz andere Assoziation aufmacht als Schwarz-Rot im Sinne von Flagge, im Sinne von politischen Zuordnung. Mhm. Und ich finde aber dadurch, dass das Kreuz in der Mitte so steht, finde ich, ist man sofort irgendwie bei diesem buntes Kreuz, oder ich weiß nicht, wie das Kreuz im Deutschen Kaiserreich. Andreas meinte was mit Runen, das ist ja auch so ein Stichwort. Das hat, also wenn man die Gesamtbewegung ansieht, dann hat das also, heißt das Trikele, also es hat dieses schwarze Sonne-Charakter, nur dass es nicht mit drei, sondern mit zwei Armen ist, nicht? Also in der Mitte dieses, und dann hat man sozusagen so einen Bogen, der so anschließt, nicht, so zwei Arme und so, das ist schon sehr nah dran. Auf jeden Fall würde es einer bestimmten Gruppe von Leuten unmittelbar einleuchten und gefallen, die ich nicht beliefern möchte. Nicht? Ja, weil du kommst ja sozusagen von der Entfernung, wo du nichts erkennen kannst, sondern nur die Form und dann so, was ist das? Ja. So, ne? Es wird total fehlgeleitet. Witzig, dass die Zange auch dann rot-schwarz ist, ne? das ist aber Zufall. Die lag da so rum in der Werkstatt. Ne? Aber vielleicht würde das ändern, wenn man zum Beispiel das Gewicht vom Schwarz rausnimmt und versucht, einen weißen Hintergrund zu machen mit ganz dezenten Formen, vielleicht wo man noch mal mehr in die Struktur des Salzes geht und vielleicht in feinere Form also, findet. Meine Haltung ist, dass ich mich da schon von gelöst habe. Also wenn irgendeiner sagt, mein Design sieht faschistoid aus, sage ich ja, aber das hast du halt in deinem Kopf, das ist klar. Nee, wenn das du dich ist davon lösen kannst. Nee, schwarz. Schwarz allein. Kann doch Anarchismus sein, schwarz-rot. Ja, nee, schwarz. Spanien würde. Aber du bist halt sofort im politischen. Also du bist, das ist die erste Assoziation, die du aufmachst. Schwarz ist immer Porno. Schwarz ist immer Porno. Wenn du die links hier, das sieht aus wie die Antifa-Fahne auf schwarzem Hintergrund. Also die erste Assoziation bei diesen, wenn die so knallig daherkommen, auch so ein Sticker, hast du erstmal eine politische Assoziation. Genau. Wenn du das vermeiden willst, musst du einfach Gewicht aus der Farbe rausnehmen. Oder musst Gewicht aus der Form rausnehmen. Warum? Es geht doch um Kunst, die will er provozieren. Naja, aber dann ist es dein Zweck sozusagen mit den Stickern, was zu provozieren, was aber gar nicht Inhalt der Arbeit ist. Du willst das ja mit dem sehe ich aber auch so. Weil auf einmal diskutieren Leute erstmal 10 Minuten lang muss das Logo erklären und diesen Button, von dem man sich mal nicht. Ja, und da habe ich mich schon gelöst. Das wirst du nie ablegen. Machst es jetzt alles weiß und sonst was, man sagt einer, das ist fad, das ist langweilig. Und dann noch eine andere Sache.
Also was mir auch ins Auge geschossen ist, dass das wie zwei Augen aussieht mit so einem Smiley-Mund unten drunter. Mhm. Und das fand ich auch nicht so schön. Also es ist ein bisschen, und wenn ich noch mehr meckern dürfte, darf ich mal so meckern, richtig? Auch der Schriftzug von Salzgriechen gefällt mir nicht so. Also den unteren finde ich eigentlich von der Schrift schön. Das Areal oben ist Times New Roman. Ja, das ist, also ich mag das mit den Serifen nicht und. Ja. Aber frag mal die Leute. Wer das meinte so schon mal, sollte eine Umfrage machen. Ich habe gesagt, um Gottes Willen. Ja, witzigerweise, diese Allerweltschrift hat da plötzlich was. Ja. Das ist einfach nur von Fraktale. Ne? Das ist keine Fraktale, ja. Das ist eine Allerweltsgebrauchsschrift. Aber plötzlich sieht die. Politisch. Ja, politisch. Genau. Also, was natürlich dahinter ist, ist auch eine unglaubliche Wucht. Ne? Das muss man auch erstmal so sehen. Dass also dann, mir gefällt das auch mit dem roten Rand, aber da hast du ja schon gesagt, der zu ist viel. Aber mir gefällt das. Ist das scheißegal. Ja. Also diese Streifen finde ich auch schön am Rand, diese verschiedenen Streifen. Und ich dachte jetzt gerade, wenn man dieses Kriechen nachahmt, kann man vielleicht diese Streifen als diese verschiedenen Wachstumsebenen abstrahieren, dass man halt verschiedene Streifenabstufungen hat. Aber dann würde ich vielleicht mehr Nuancen von Weiß und Grau und Rot vielleicht reinnehmen, aber dezenter. Aber dass man vielleicht so ein Wachsen nachahmt mit den verschiedenen, weißt du, wie ich meine? Ja gut, also was mir denn dazu einfällt, wäre, dass ich halt gucken würde, Salzgriechen erstmal sagen, okay, ich will das Wort transportieren und so generell eine Schriftart zu nehmen, die unverändert zu lassen, ist immer so, naja, okay, geht. Aber ich würde schon gucken, ob man das diese Buchstaben, die hier, sieht man meine Maus jetzt auch? Ja. Ja, dass man halt die Buchstaben eventuell sozusagen anfängt, ob man nicht irgendwie das aufgebaut kriegt aus diesen Atomen. Ne? Dass man irgendwie versucht sozusagen. Ja. Vielleicht für Logo zu komplex, ja. Ja, das ist für mich dann so Bastelstunden, oder? Ja, aber es wäre eine Idee. Ja, es ist ja die Frage, also zum Beispiel könntest du, ne, Salz, also ich würde nicht das ganze Ding, ne, aber also wenigstens, dass man es versucht, sozusagen diese Elemente, also man hat so irgendetwas Atomares, ne, oder so Molekülartiges. Propeller. Salz, Kriechen, das kann man ja auch irgendwie, ne, dass man Salz lesen kann, Kriechen und so weiter und dann vielleicht einen einzelnen Buchstaben oder so rausnimmt und den umbaut auf das. Ich finde die Verflüssigung, die du daneben hast, die finde ich zum Beispiel ganz, ganz guten Ansatz, damit umzugehen. Du hast ja daneben offenbar dieses Logo so weit verflüssigt Dali, und gekrümmt. Dali, ne? Wie Dali. Ah, nee, Dali ist, Dali würde ich nicht so denken. Die Uhr von Dali, im Hintergrund, Matze. Vielleicht, ja. Hast du alles verbogen. Wie sehen das aus wie Antifa-Fahren? Ja. Du, das ist ja hier einfach nur Farbe. Es ist ja hier so nur so ein 3D-Modell, das ich mir irgendwann gebaut habe, um so eine Szene zu haben. Mhm. Hier in diesem Raum werden Button hergestellt. Genau. Ja, und hier ist die Presse. Und dann kannst du automatisch die und ich habe hier ist die Textur einfach nur ausgetauscht. Ich hatte das sowieso schon da. Wie ein Mockup, genau. So ein bisschen, ja. Und ich habe mir einmal Mühe gegeben, die Rückseite auch zu bauen ordentlich. Also das war schon ein bisschen Fummelei, bis ich hier die ganzen kleinen Dinger, das ist schon... Das glaube ich. Aber das mit dem Aufbau finde ich eigentlich eine schöne Idee. Also ich habe jedenfalls auch mich dran gesetzt, was kann man tun, um den Charakter zu bewahren und trotzdem so zu irritieren, dass es eben nicht in die Richtung abbiegt. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich es dann geschafft habe, aber das mit dem Verflüssigen finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Also ich weiß nur, im Marketing ist das genau das Problem, ne? Dass die Leute alles Mögliche sich denken. Man versucht natürlich irgendwie rauszufinden, was denken die allermeisten. Das ist das Einzige, was man machen kann. Man kann ja auch versuchen, als politisches Statement sozusagen das zu entkräften und die Farben wieder zurückzuerobern.
Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht Sinn jetzt in diesem Projekt Salzkirchen. Also die Webseite könnte das auch beinhalten, aber die das Salzkirchen selber kommt aus einer ganz anderen Richtung natürlich. Hm. Aber die da, ich hatte auch erst gedacht, wenn man das Ganze wissenschaftlicher macht in irgendeiner Form, dass man dann diese durch, also bei gleicher Farbgebung meinetwegen, und das ist, es ist ein Riesenproblem, weil diese Schlagkraft der Farben ist eben gegeben, nicht? Ja, so, ich finde. Andererseits finde ich, dass wir mit Zurückerobern wichtiger Gedanke. Ja, genau. Ich finde genau, wenn einer sich da beschwert, würde ich sagen, genau das wollte ich haben, es stört. Ne? Es macht aufmerksam. Also, ich würde das, auf das Marketing ist so, würde, aufmerksam. Das ist so ablenkend. Das ist so ein Nebenschauplatz, der was aufmacht, dass du gar nicht mit dem ganzen Projekt. Also man wird, es wird eine politische Seite. Alles, was in der Diskussion, was wir jetzt davor gesprochen haben, über Oberflächen, über Strukturen, über Entwicklung, über verschiedene Biotope, das hat überhaupt nichts mit politischem Statement zu tun. Deswegen jetzt in so einem Bottom so einen Nebenschauplatz auszumachen, finde ich eigentlich irreführend. Und wenn es wirklich nur darum geht, einen Button zu haben, wo man, oder eine, so, also eine Website, wo man ein Bild schafft, womit man gern Dinge assoziieren möchte, was auf dieser Website in diesen Diskussionen stattfindet, dann sollte das was sein, was dahin führt und nicht was davon wegführt. Es gibt bei dem Thema, gibt es für mich noch ein Problem, und zwar, das ist Deko. Also wir haben ja jetzt, wir sind Künstler, das heißt, wir sind besonders gebildet, wir können ganz viele Geschichten erzählen, ne? Wir haben einen riesen Hit-Background, so. Und dann gibt's halt Leute, die haben einfach Langeweile und basteln zu Hause irgendwas. Ne? So. Und jetzt ist nun mal die Schwelle, so eine Salzungsanlage da zu machen, also ein Glas mit Salzwasser zu füllen, das ist, da bist du eigentlich direkt im Bereich Deko. Ich war schon auch am Überlegen, wie ich so ein Glas so mit Salzung und dann mit LEDs, ne? Mit RGB-LEDs so ein bisschen beleuchten und so. Da bist du, kannst du noch mal, vorhin hattest du so ein ganz unscharfes, verpixeltes Bild mit so, wo nur so ganz schwach rot und blau, also das Schwarz wurde zu so einem Graublau. Das war so ganz verpixelt und unscharf. Mhm. War das Zufall oder hast du da reingezoomt? Ich glaube, du hast da irgendwie reingezoomt und dann war das ganz, ganz, ganz verpixelt. Und das sah so molekular aus. Und das hatte genau mich daran erinnert, was Matze meinte, dass man irgendwie aus der Struktur was aufbaut. Die Braunsche Bewegung war da sozusagen mit drin, in der Grobkörnigkeit. Also, und es war drin, dieser Film, wo man daraus dann die Buchstaben macht und das sozusagen auch die Tatort nicht der Moleküle. Also, was auch noch als Variante mir einfiel, so im Sinne von, man also das Salzkriechen ist ja auch sozusagen, was du da machst, ist ja Beobachtung dessen, was passiert. Und dass man sagt, okay, ich nehme eigentlich, ist ja das, was da entstanden ist, ist ja so viel Form drin, natürlich auch abstrakte, dass man auch sagen kann, okay, ich nehme Andreas seine Fotos, suche mir eine schöne Stelle aus und stilisiere das so weit durch, dass nur Konturen übrig bleiben. Ja. Fertig ist das Logo, ich schreibe Salzkriechen drunter, gut ist. Hm. Das ist ja also gar keine Diskussion mehr dann. Hm. Das ist. Das ist aber langweilig. Kunst ohne Diskussion, oder? Ja, die ist ja die Frage. Also ist aber wirklich. Dann bist die Frage, du wieder bei Gestaltung, weißt du so. Ja, aber wir haben ja auch im Chat, das war ja auch, Nadine hat ja hier in dem Moment, wo wir das gezeigt haben, hat sie gesagt, hier, das ist jetzt, ne, ja. So, wir kommen rechte die Ecke. Rechte genau. Ecke. Sie war direkt Und das hatten wir ja auch. Und ich hatte ja noch das Charlie Chaplin-Ding da, ne? Den großen Diktator, das Doppelkreuz da, das er auf dem Arm trägt. Mhm. Alles ist alles da, ne? Sozusagen sofort. Ja. Hier mindestens für uns Deutsche. Und ist nur für Gebildete. Kann sein, ja, weiß ich nicht. Aber auf wen triffst du denn, wenn du so das Zeug zeigst? Also, ne? So, und dann so, was soll denn das? Ne? Und das ist ja dann die Frage, auf welche Diskussion will man sie einlassen? Will man, und wenn es nur die Minute ist,
Wenn man sich darüber unterhalten, am besten gar keinen. Will man sich darüber unterhalten müssen, warum das jetzt kein Nazi-Logo ist? Weißt du, das ist ja doof. Also, hey, pass auf, Matze. Der Andreas, willst du die Geschichte noch bitte erzählen mit deinem Nazi-Logo? Bitte. Andreas hat dann eine ganz schöne Anekdote mit zum Thema Nazi-Logo. Ja, ich habe, ich muss gucken, wie ich es erzähle, weil ich möchte nicht eine ganze Schule damit reinreißen, sozusagen. Ja. Aber so, dass das Rote Kreuz und eine Sanitätergruppe, die ein Logo wollen. Also ihr eigenes Rotes Kreuz. Nicht so. Und dann habe ich das also weggegeben an Jugendliche, die dann eine wunderbare Form gemacht haben, die auch unglaublich schlagkräftig war und die für mich in keinem Weise in irgendwie was anderes war als eben ein etwas komplexeres Rotes Kreuz. Und das fand also bei etlichen Leuten keinen Gefallen, bei anderen wiederum, aber bei denen, die dann dem dann für sich auf den Grund gegangen sind, die es ablehnten, die kamen dann eben mit der rechten Ecke. So. Und dann bin ich natürlich ziemlich erschrocken und habe mich dann erstmal aufgemacht und habe also quer durch diese dort verwendeten Zeichen durch eigentlich keine Verbindung, nicht? Also nichts. Nicht? Und aber wenn man da erstmal drauf gestoßen worden sind, sah man also besagtes Zeichen sozusagen nachher fast zwanghaft. Das war dann sozusagen tatsächlich Film im Kopf. Aber nun waren also etliche mit diesem Film im Kopf befangen. Und es ging dann jetzt darum, wie verhält man sich eben zu dieser Situation. Und dann hatte ich also das Glück, im Internet jemanden fragen zu können, der also sich sehr dort auskennt und auch vor allen Dingen in Designfragen, und der hat eine Art kleines spontanes Gutachten geschrieben, und das konnte man dann eben verwenden, nicht? Und es war so schön, war so ein schönes, und hat all diese ganzen Aspekte auch, man ist nicht dafür verantwortlich, was andere da drin lesen, man muss auch nicht ununterbrochen abgeben, was die anderen begehren, so, nicht? Und viele andere Aspekte mehr. Dann bin ich damit nochmal in eine neue Entscheidungsrunde gegangen, und dort kam etwas sehr Witziges bei raus, das mich also nochmal nachträglich begeistert und was dann auch genommen worden ist, aber es ist nicht populär geworden, aus verschiedenen Gründen. Aber die, also eine Schule, wo Probleme auftauchen, dann gibt es ja so ein Grundrauschen, und irgendwann viele unwichtige Probleme, die fallen dann eben auch in dieses Grundrauschen und sind dann weg. Das war dann so, dass sie das, ich habe erstmal überlegt, das Rote Kreuz ist an sich gewalttätig. Es hat von Blut, es hat von Krieg, es hat von, nicht, es ist also von sich aus schon ein schweres Symbol, was aber sozusagen mit dieser Sanitäter- und Krankenhaus- und Rettungsgeschichte im Hintergrund, dem Narrativ, aufgefangen wird, nicht so. Und dann hatte ich... Die Ritter hatten auch ein rotes Kreuz. Ja, die, genau. Eben. Und dann habe ich das einmal durch alle Farben durchgemacht. Ich habe also irgendwie, so, ich glaube, 12 oder sogar 24 Farbschattierungen genommen, einmal durch den ganzen Farbkreis. Und habe dann gesagt, so, guckt mal, was wird euch denn gefallen? Und dann haben sie Türkis genommen. Wenn man Türkis invertiert, hat man Rot. Mhm. Also so wirklich das Gegenteil. Aber das war dann im Grunde, hat alle blutrünstigen Hintergründe rausgenommen. Dabei habe ich nebenbei die Arbeit, die Mexiko-Arbeiten von Albers, wie heißt der mit Vornamen nochmal, jetzt der Künstler, so und so Albers, ach, komme ich nicht auf, doof, gesehen, also der, an den das, also der auch mit dieser Stärke in der Formsprache, eben von den Azteken und den Menschenopfern her oder diesen Bauwerken her gearbeitet hatte, also hervorragend. Aber dann war dieses Zeichen, gab es dann einmal für eine Zeit lang in Türkis und ist auch an bestimmten Schränken dran, die da gebraucht werden. Und es ist derartig, also es ist natürlich eine sehr, sehr liebliche, eine sehr helle, eine sehr
aber natürlich oder was? Unscheinbar und, ja, auch, unscheinbare Farbe, ja, Farbe, ja, ja. Die natürlich das, was ein rotes Kreuz an sich leistet, nicht mehr leisten kann. Und von daher denke ich, hat sich das dann verleppert und ich bin auch gar nicht traurig drum. Es ist aber jedenfalls eine unglaublich lehrreiche Phase in dieser Zusammenarbeit vom Rand her. Ich bin ja da nur sozusagen nachmittags ein bisschen mit 3 Stunden zugange, nicht? Und ein bisschen zeichnen. Diesen Vorgang einmal durchlaufen zu haben, das war für mich also sehr lehrreich und hat mir auch wiederum gezeigt, was für eine Qualität diese Schule hat, weil die eben die entscheidenden Personen sich auf diesen Gedankenweg und Entscheidungsweg eingelassen haben. Ne? Das wurde nicht einfach nur so vom Tisch gewischt oder so, sondern es war eben, hatte eben seine Qualität. Und da war ich auf jeden Fall einmal massiv davon berührt, wie dieser Film im Kopf im Grunde wieder funktioniert und was der anrichtet, nicht? Und wie schwer es ist, ihm beizukommen. Und verstehe von daher genau das Problem, was hier drin steckt. Ich habe selber nochmal probiert, wie man damit umgehen kann, habe dann sozusagen versucht, ein schielendes Zeichen, wo diese Striktheit der Anordnung dieser hydratisierten Atome und der Rand, das Ganze eiert so ein bisschen und so. Und dann auch natürlich kriechen, bestimmt, also in der Ecke wäre kriechen das allerletzte, nicht? Und dann so mit einer Verneinung zu kommen, statt mit einer massiven Behauptung. Das sind alles Elemente, die das in den Bereich nicht wirklich hineinkommen lassen. Aber weil man sich im Formvokabular doch in der Nähe aufhält, ist der Sprung, der Aufmerksamkeitssprung dahin also doch immer sehr nah. Und ich bin noch nicht sicher, wie man da jetzt damit umgehen kann. Also ja, wie du gesagt hast, Michael, dass eben dieses wunderbare Weiß von dem Salz, nicht, eben eine Dominanz hat und jetzt wird also sozusagen würden wir sozusagen schwarz markieren. Ja, das ist schon fast also wie als ob wir einen auf Jonathan Mese machen. Ja, also was natürlich klar ist, also das was ich da mit dem Salz in Gang sehe, dass das eben nicht unpolitisch sein kann. Ne, weil ja, eben Kunst, da so viel Kunst dran ist. Ist immer politisch. Aber Kunst wie nimmt man das politisch auf? Ne? Genau. Kunst ist immer politisch. Ja, aber ja, auf, ja, so kann aber man jetzt das. Jetzt bin ich total, jetzt bin ich ganz befreit. Ich habe ja meine Gefäße im Atelier stehen, die da vor sich hin Salz kriechen und so. Und habe bei den Aufnahmen den ersten nicht gemacht. Habe. Ich habe ja jetzt schon seit 2 Wochen beziehungsweise 2,5 Wochen keine Aufnahmen mehr machen können. Habe schon gedacht, wie dekorativ das ist. Aber ihr befreit mich jetzt von diesem Dekorativen. Ja. Super, das ist Kunst. Also genau. Ich bin dabei. Ja. Also vor allen Dingen, wenn es aufregt, ist es Kunst. Versteht du hast dieses Film, wenn es aufregt, ist es Kunst. Ja. Du hast dieses Filmchen gemacht und hat Filmchen? Ja dieses Video von diesen ganz nah ran, gehst sozusagen diese durchsichtigen Tropfenspuren da lang und sowas, nicht? Also soweit ich mich erinnere. Und das hat dieses Stroboskopische, ne? Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber damit ist so dieses Deko-Element ist damit derartig weg. Das ist eben so. Das ist also wirklich. Und von daher glaube ich nicht, dass das in die Richtung gesehen werden kann oder so. Naja, also das ist so. Genau. Nein, kein Deko mit dem Salz. Also das Tolle ist ja eben gerade, man kann es in unglaublich viel Umgebungen starten und das finde ich toll, dass es also so viele Verästelungen gibt, allein dadurch, welche Umwelten man sozusagen damit berührt oder in welchen Umgebungen man diese Prozesse beobachten will, möchte. Aber Andreas, ich tue jetzt mal hier, wir reden ja
auch so regelmäßig. Aber du hast zum Beispiel da jetzt eine Erfahrung auch mit Kartoffeln und so in irgendeiner Halle. Und du sagst, die ganze Halle ist Kunst. Ja? Und, ja, alle sagen, und alle sagen so, hä? Ne? Hä? Wie machst du das? Was machst du da? Hä? Keine, ja, Kunst. Hä? Hä? Wie? Die ganze Halle ist jetzt Kunst? Hä? Ja, ich hab ja bei einem Dozenten studiert, der ja also sich als Kunst ausgestellt. Also jetzt kannst du dich da nicht rausreden mit irgendwelchen Studenten oder Professoren oder sonst irgendwas. Jetzt musst du da selber ganz alleine, musst du da ganz alleine. Also keine, ja, das lassen wir nicht mehr gelten. Das hier ist ein kritischer Kunsttalk. Da spricht der Laie aus der Kritik heraus. So. Ich bin ja umgeben von diesen Konstruktivisten, nicht? Also wo auch immer ich im Internet irgendwie mal aufmache, ne? Pom habe ich schon wieder wie Stefan oder Luhmann-Anhänger oder Michael oder wen auch immer, also da, die dann also mit radikalem Konstruktivismus auf mich zumarschieren und mich da unterwandern, durchtränken, injizieren. Ja, ich würde mal so sagen, das ist natürlich ein Ready-Made einerseits und andererseits ist es eine Fundsituation und von daher können wir das... Das meine ich ja mit Bildung. Einnehmen. Also du sagst einfach Ready-Made, ne? Gut. Genau. Ja, aber wo, ja, so, wenn ich irgendjemanden... Ja, das weiß ja jeder, oder? Ready-Made, Duchamp kennt ja jeder, oder? Nein, ich bewege jetzt mich natürlich auf der Fachebene. So. Oh. Hm. Ja, das tun Tischler auch zum Beispiel. Ja. Aber die... aber wenn du das erklären willst, wieso das also meinetwegen eine Plastik ist oder warum das... also man kann ja schon mal anfangen mit Architektur. Nicht? Man kann anfangen damit, dass in dieser riesigen Weitläufigkeit, dieser riesigen Halle, man also so schon fast eine Inside, also inhäusige Landschaft hat. Man kann zeigen, wie diese Landschaft, wie sich das verbindet mit der äußeren Landschaft. Und dann kommt man schließlich dahin, dass das also natürlich ein sehr interessanter, großer Körper ist, der den man sehr wohl also als so eine Art Struktur entfremden kann mindestens, nicht? Also dass man sagen kann, das nehme ich jetzt mal eben als Modell oder als Plastik und so. Und von daher kann man dann anfangen aufzubauen, inwiefern das dann, was denn das jetzt dazu bringt, wenn man jetzt sagt, außerdem ist es noch Kunst. Nicht? Ist ja schon bei Architektur, ist ja schon außerdem ist es Architektur. Außerdem vor allem. Nicht? Außerdem und dann... Außerdem, dass es das ist, genau. Und dann, und dann kann man es hineinziehen. Dann kann man es und so. Also jetzt so ein strategischer Weg vielleicht. Aber für mich ist es kein Problem. Vielleicht muss man auch gar nicht das groß erklären, weil in dem Moment, wo ich sage, dass es das für mich so ist, dann hat ja der andere eher das Problem, es sich entweder abzulehnen oder zu sagen, was hat er denn sich jetzt dabei gedacht? Nicht? Also finden sich wahrscheinlich viel, viel andere, viel lebhaftere Wege. Muss er halt mal nachlesen, was Beuys zu sozialer Plastik gesagt hat. Ach, und dann kann er Gegenargumente bringen, oder? Weil der kommt ja, man und, kann, das ist ja eben, von ihm, oder? Natürlich, ich bin ja zur sozialen Plastik und so ohne Beuys gekommen, also der habe ich nur zur Kenntnis genommen. Aber gut, aber die, das ist, ja, ich weiß nicht, also man kann dann sagen, ich würde alles Mögliche sagen und würde denken, ach, was für ein schönes Gedankenspiel, ist auch eine Form. So, also diese Beliebigkeit. Ich weiß nur, also ich mache eine Webseite für einen Klimatechniker, ne? Klimatechnik. Mhm. Inhäusig, Klimaanlage. So. Klimaanlagen und Belüftungstechnik und sonst was. So und so und so und so. Ich baue alles schön auf und so und bin eigentlich schon längst fertig. Die Website läuft auch schon 2 Jahre, ne? Und dann sagt die Frau vom Chef, das sieht alles komisch aus. Und dann sage ich, weißt du was? Weißt du was? Das interessiert mich ein Scheißdreck, was deine Frau sagt. Und habe ich einen Kunden verloren. Ja, ist halt so. Aber da sage ich dann einfach, was ich denke. Ne? Ich weiß doch nicht, was die Frau da sich denkt. Ne? Da geht es um Technik und sonst was und irgendwas. Und sie meint dann vielleicht, das sieht nicht schön aus oder so. Ne? Also diese Urteile habe ich sehr oft, dass ich für jemand arbeite und der hört dann von anderen irgendwelche Kommentare, ne?
Und die sind ja atemberaubend, die Kommentare teilweise. So, und dann sage ich einfach, pass mal auf, wir beide, wir machen das da und ich habe keine Lust auf Umfragen. Deshalb das mit der Umfrage. Das ist genauso wie, wenn du jetzt da auf deinen Social-Media-Kanälen twitterst oder Facebook, sonst was. Ich will mir einen Computer kaufen, Mac oder PC. Das ist für mich einfach nur ein Gag. Weil da gibt es tausende Leute, die erzählen dann so und der eine so und so und so. Also die Frage ist für mich eigentlich keine Frage. Das ist nur wieder eine weitere Provokation, die einfach diesen explodierten, vielleicht auch seit hier so Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann jeder irgendwie mitreden kann, alles so ausdifferenziert ist und jeder hat irgendwie irgendwelche Gedanken. Ne? Und das sieht aber aus wie meine tote Oma. Das will ich nicht. Jeder hat eine Meinung. Keine Ahnung. Aber das war jetzt eben nicht der Fall. Nee, das war jetzt eben nicht der Fall, dass jeder eine Meinung hat, bist, sondern alle hatten dieselben Assoziationen. Und die Frage ja, ist, bist du das in diese Richtung? Mhm. Also es war jetzt nicht nur eine Meinung, sondern ihr habt ja auch letztes Mal lange darüber diskutiert, dass es sozusagen was Offensichtliches ist, was allen erstmal auffällt. Ja. Und das ist dann die Frage, möchtest du das? Weil du hast ja auch, du weißt ja als Designer, dass alles, was wir machen, eine Sprache ist. Ja, genau. Und wir guck dir die Diskussionen an mit auch einigen, also genau. Bestimmte Assoziationen, bestimmte Farben. Nee, das kriegst du nicht hin. Evozieren guck, bestimmte Assoziationen. Nee. Wenn du aus also dem ähnlichen Kulturraum kommst, hast du das. Nee. Du kannst es aber, du kannst es entweder benutzen. Und dann musst du aber wissen, was es bewirkt. Und dann musst du dich mit den Konsequenzen mit den Diskussionen, genau. Ja. Auseinandersetzen. Und genau das hat Facebook, ja, genau das hat Facebook mit dem neuen Logo gemacht. Nadine. Möchtet ihr das? Möchtet ihr diese Art von Diskussion, wenn dieses Emblem gesehen wird? Nadine, hast du die Diskussion jetzt mit dem neuen Facebook-Logo mitbekommen? Mit Meta. Genau. Nee, habe ich nicht. Ja, aber das ist so eine aktuelle Diskussion. Das ist so schrecklich. Ja, ja. Genau. Also Andreas hat mir uns schon darüber aufgeregt, was irgendwelche Leute jetzt Zukunft entwerfen und da irgendwie 3 Milliarden Menschen jetzt mitmachen. Dieses Entwerfen monopolisieren vor allen Dingen. Nee, ich habe aber auch Diskussionen gelesen von Professoren, die da Design unterrichten und was weiß ich. Statements von denen, ne? Was die von dem Logo halten. Und dann natürlich kommen die von diesem, von der liegenden 8 oder von dieser 8 kommen die einfach dann auf was weiß ich was. Und das ist einfach Storytelling, Narrativ, Kopfkino, Prägung und sonst was. Nee, das hast du, aber das ist was anderes. Wenn dir ein Experte sozusagen auflistet, was damit assoziiert werden könnte, ist das was anderes, als wenn sich 10 Leute einen Button anschauen und als erstes sagen, das sieht faschistoid aus. Das ist was ganz anderes. Nee, das sind auch schon Experten. Nee. Für weil mich. Das sind ganz normale Leute, die da sagen, das sieht aus wie eine Nazi-Flagge. Oder das macht die Assoziation auf zu einer rechten Seite. Und die, ich würde das nicht wollen. Aber das sind für mich nur gebildete Leute, die da dementsprechend drauf reagieren. Ich sage nur für mich. Überhaupt nicht. Ja. Nee. Wie du gesagt hast, auch die Farbgebung. Also bei den Nazis, die sind ja eigentlich grundsätzlich bekannt als Braunhemden. Ne? Aber Braun spielt in der Farbskala später gar keine Rolle mehr. Sondern nur noch Italien, weiß, schwarz-rot, weiß, schwarz-rot, ne? Und ein bisschen Braun. Ja, weil das mit den Braunhemden, das ist ja auch eine ganz spezielle Sache. Das hat ja nur die SA hat das im Prinzip getragen, die Braunhemden am Anfang. Ja. Und das waren aus den Kolonien, das heißt aus dem heutigen Namibia, früher war das Südwestafrika und den östlichen Kolonien wie Sansibar und Kenia und Tansania und so. Das waren von den ausrangierten Militärhemden, die die als Braunhemden getragen haben. Ja. Die hat es nicht gekostet und damit haben die schnell eine Identität geschaffen. Und das waren sowieso die SA, das war ein ganz chaotischer Haufen. Die haben sich nur, die hatten gar keine Manifeste oder sonst irgendwas. Die haben sich getroffen und haben sich identifiziert über diese braunen Hemdchen und haben dann zusammen gesungen, Bierchen getrunken, Sport gemacht und ich weiß nicht, tralala. Und haben sich dann sind dann irgendwie politisch ein Stück weit auch missbraucht worden oder halt einfach
euch fehlt eine bestimmte Struktur und Systematik, werden, ja, die geben wir euch mal, ne, von der Partei und so weiter, sind die schöner eingenordnet worden. Das ist total interessant, die Geschichte der SA im Brandenburger Raum, kann man das gut aufgearbeitet, kann man das wirklich total nachlesen, wie das ganz systematisch gemacht worden ist. Wir sind nämlich vom Land in die Stadt gegangen, das heißt, sie haben die Leute vom Land angeworben und haben sie dann nach Berlin gezogen und haben dort in Berlin die richtig sozialisiert. Und dann ist das richtig abgegangen. Ja, nur das hat ja nichts hier damit zu tun. Ja, doch, die Farbe braun, Birgit. Weil die spielt ja an dem Farbspektrum der Nazis später keine große Rolle mehr. Aber Birgit, du machst doch auch dieses Salzkriechen, oder? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Das ist gut. Du machst doch auch das, also diese, das Salzkriechen machst du ja auch. Ja. Birgit selbst. Klang das jetzt so plump? Da muss ich mich entschuldigen. Das sollte nicht. Nein, das ist gar nicht du. Das ist nur. Alles gut. Da, man braucht sich hier nicht zu entschuldigen. Also so viel halten wir schon aus, Andreas, oder? Doch. Aber du machst doch ja, auch. Natürlich. Also du machst doch auch diese Experimente, oder nicht? Genau. Nicht Experimente, aber du verfolgst das auch künstlerisch. Genau. Was würdest du denn? Du denn für ein Emblem oder was würdest du denn für ein? Hast du eine Vorstellung, was du damit für eine Zeichenassoziation hast? Also oder ich gehe das ja irgendwie ein bisschen anders an. Also diese Idee mit der Homepage, das hatten dann ja Michael und Andreas und ich habe dann einfach gedacht, das ist gar nicht so meins, also jetzt irgendwie so eine Homepage zu machen, sondern ich habe eher mehr Interesse gehabt, verschiedene unterschiedliche Gefäße eben mit unterschiedlichen Salztypen zu füllen. Also Speisesalz, Kochsalz, Streusalz, ich weiß nicht, was es für Salze gibt, um zu gucken, was passiert. Und ich habe angefangen mit diesem Himalaya-Salz. Das ist ja eigentlich so rosa und es ist ganz weiß geworden. Und jetzt habe ich verschiedene andere Salze, unter anderem das von Andreas aus Lüneburg, da eben zur Salzlake gemacht. Und das steht jetzt alles irgendwie im Atelier seit irgendwie 2 Wochen und noch drüber. Und fängt an, ob das kriegt, weiß ich weiß nicht mehr. Ich habe das einfach angerührt, habe diese Gläser auf so eine Tischplatte gestellt und da steht das jetzt rum und ich weiß nicht, was damit passiert. Das einmal gefilmt und habe das jetzt auch getwittert, diesen kleinen Film und mehr habe ich noch nicht. Und ich wollte einfach erstmal so damit wirklich experimentieren. Mir ging es da eher um diese Materialqualität oder wie soll ich sagen, Eigenschaften, mit dieser, ja, überhaupt mal zu gucken, was damit passiert. Weil bisher habe ich eher mit Zucker gearbeitet. Salz war mir eher ein bisschen viel. Ja. Und sind da die verschiedenen Salzarten, kriechen ja dann auch alles, oder? Ja, das wissen wir noch nicht. Das wäre dann Wissenschaft, oder? Nein, wissen wir noch nicht, weil das ja seitdem also unberührt ist. Aber dann, also. Wir haben ja hier verschiedene Ansätze. Ich mach mal meinen aus spaßeshalber nochmal. Ich habe hier vorhin mal 5 Minuten rum. Ja, das war auch ziemlich geil, was er da mal eben so macht. Das ist das Bild jetzt mal, ne? So, jetzt habe ich hier von Ausschnitt genommen. Und halt, wo ist es jetzt hin? Hier. Das. Hab ein bisschen die Farben so ein bisschen runtergefahren, damit ich nur noch hell-dunkel habe. Das wieder in das 3D-Programm gepackt und 5000 Würfel anhand der Helligkeit verteilt. So, dass man wieder die atomare Form, ne, den Quader hat. Das von oben betrachtet und das wäre so, weißt du, so im Sinne von, ich mache mal ein Sekundenlogo. Und dann sieht es aus wie das S vom Salz. Ja, also das ist jetzt aber Zufall, ne? Dass es halt jetzt so geworden ist. Aber so, ne? Zack. So, das wäre so ein Herangehensweise. Dieses Sekundenlogo sieht jetzt wieder aus wie Zuckerwürfel. Also das unterscheidet sich ja gar nicht von meiner Installation mit dem Zuckerwürfel. Aus dem Schweizer Zucker. Das sieht aus wie Second Life, Landmark. Ich sehe die Diskussion übrigens insgesamt also ziemlich gelassen, weil ich weiß, wie wir bisher also auf all diesen Ebenen
Manifest, sagen, was wir genau machen, wie nennen wir das Format und so weiter, extrem ablehnend und empfindlich waren, weil wir also uns da jedes Mal eingeschränkt geführt haben. Und auf dem Hintergrund, dass jetzt also eine Seite, eine Webseite entsteht, die besonders lebendig sein soll, weil sie also nicht nur im Grunde Teile meiner Geschichte mit dem Salz darstellen soll oder so etwas, sondern tatsächlich also eine lebendige, lebendige Manufaktur in Anführungsstrichen von Salz, Salzungen weltweit oder so sein können soll, nicht so. Das heißt also extrem plural und divers auch und immer um dieses Problem herum, was macht losgelassenes, entfliehendes Salz, wieso flieht Salz und so etwas. Also gibt es ganz viele spannende Momente und innerhalb von diesem. Man muss ja noch mal einmal ganz kurz was sagen. Also das muss man wirklich noch mal ganz deutlich hervorheben. Auch Nadine, für dich, dass du bist heute das erste Mal dabei, was ich super finde. Wie bitte? Ich bin Gast heute. Nein, du bist jetzt, du gehörst jetzt dazu. Ja, du bist jetzt, du machst jetzt auch Salzkrieg. Das muss man auch mal hier mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Und das ist eigentlich immer so. Latent ist das immer so. Dass man immer eher so ein bisschen am Rande ist, ne, als Künstlerin sowieso. Und wenn du irgendwie die ganze Pragmatik irgendwie so in den Vordergrund stellen willst und sagen willst, Mensch, mich interessiert das Material, ich will da mal ausprobieren, will da mal selber was machen. Du, dann kommen da die Herren, ey, pixeln ihre Sache davor, liefern gleich die Theorie dazu, die Buttons, die Animation. Das ist feministisch. Das ist Framing. Ich habe mich so ein bisschen jetzt, ich dachte, ich bin jetzt hier so die Wissenschafts-, ich bringe jetzt hier so eine Wissenschaftsperspektive rein, genau, die so ganz unkünstlerisch ist. Nee. Aber. Du bist doch selber, also jetzt ein bisschen glauben, zugespitzt, ne? Aber so, ich habe das eher andersrum empfunden, dass man sozusagen, also ich empfinde das nicht, also ich finde da auch überhaupt keinen Widerspruch. Das, ich empfinde auch, dass jeder da andere Fragestellungen reinbringt, die auch total interessant sind. Und ich merke aber bei mir, dass ich dann immer gleich wissen will, womit das zu tun hat. Und also ich bin da sehr aufmerksam. Danke dafür. Sowieso. Ja, nee, also. Ich empfinde das jetzt auch gar nicht als störend. Ich fühle mich auch nicht so am Rande. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich heute neu dazugekommen bin einfach und vielleicht viele Aspekte nicht sehe, die ihr seht oder die ihr schon besprochen habt. Und das, du, ich bin hier. Mats macht hier nur 3D und ich mache hier nur als Nicht-Künstler hinzugekommen. Was? Und, Matze, du bist auch Künstler. Ich bin Techno-Heini. Nein, du bist auch Künstler. Ich mach Vielleicht kommt der Vorwurf, dass es alles so aus dem Mittelland kommt, ne? Dass man nicht nur die Extreme geht und das ist immer schön, wenn es Mittelland tut. Ja. Nein, das macht mir hier sozusagen eher Spaß, sozusagen diese Kombination aus. Der einen Seite Andreas, der in die Sachen total tief einsteigt. Also auch manchmal so, ich denke, meine Güte. Ja, also und der dann halt seine Assoziationswelten einfach ein bisschen eröffnet und hier seinen Spaß daran hat. Also ich dann halt hier Sachen auch sozusagen einfach mal in andere Formen umzubauen. Und wenn bei mir was Künstlerisches entsteht, ist es, glaube ich, eher so, ich kann relativ schnell arbeiten, im Sinne von, ich kann unheimlich viel ausprobieren. Und wenn man viel probieren kann, irgendwann ist auch mal was dabei, wo man sagt, das kann man so stehen lassen. Ja. Mhm. So, und das ist halt so im Sinne von, ich probiere mal hier 3D so lange. Ich weiß am Anfang nicht, ob das gut wird oder nicht. Es ist aber, es kostet mich auch nicht so viel Zeit, dass es schlimm ist, das wegzuschmeißen. Und das sind so die Sachen, die hier dann so rüberkommen. Also fluffig war ein wichtiges Wort. Ein anderes ist sozusagen, dass es also ein Zusammensein ist. Was haben wir das Wort gemütlich? Nee, das haben wir glaube ich gescheut, nicht? Aber irgendwie sowas, nicht? Und dann sollte es mit Kunst zu tun haben und mit einem persönlich zu tun haben und so. Also nach und nach sind eben so
Mikroentscheidungen gefallen, die aber jetzt immer wie bei diesem Salz, wenn das flüssig ist und sich immer wieder auflöst und wieder neu auskristallisiert, ebenso sich voranbewegen halt, nicht? Und das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, was das mit Kunst zu tun hat. Das ist so dieselbe Antwort, wie wenn man fragt, was der Kunsttalk mit Kunst zu tun hat, nicht? Und da ist die Thematisierung, ist da ja sozusagen nur sozusagen allzu grobes Mittel für das, was wir hier tatsächlich tun. Und ja, auf der Ebene aber kann man dann weitermachen. Jetzt kommt ja ein grober Keil auf mich, ne? So. Ja, mir liegt es jetzt immer noch auf der Hand mit dem Anker. Also ich glaube, dass eine Frau niemals auf die Idee gekommen wäre, einen Salzanker zu machen. Also ich finde, da ist schon auch immer noch so eine... ja, und auch mit dieser Symbolik. Kybernetik. Der Anker ist Kybernetik. Nein, das ist aber auch kulturell geprägt. Und diese Prägungen, diese symbolischen Prägungen, die erlebe ich ganz stark, dass sie in der Kultur eher wirklich aus so politischen Bestrebungen kommen und machtvollen und was auch immer. Und dass sie für mich auch eher immer noch, und das muss ich einfach sagen, mehr an männliche Prinzipien anbinden als an weibliche. Entschuldigung. Das ist cool. Eva, wie viel Auftrag steckt da drin in der Form, Andreas? 100%. Die Geschichte geht weiter. Die große Ausstellung, Entschuldigung, weil jetzt die Frage, was ist männlich, was ist weiblich von der Symbolik her? Also wir haben, wie hieß es denn, dieses große Museum in Frankreich, nicht das Louvre, Centre Pompidou? Nee. Ach, irgendwas, ich weiß nicht, so ein modernes Museum. Und die haben die ganze Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts unter der Perspektive, was weibliche Künstlerinnen in dem 20. Jahrhundert produziert haben. Die haben sozusagen alles bereinigt von den männlichen Ikonen und männlichen Bildwelten sozusagen und haben nur die weibliche Perspektive im 20. Jahrhundert über die Jahrzehnte sozusagen in verschiedenen Ebenen aufgebaut. Und es war so interessant, weil man ganz viele Künstlerinnen sich mit Pattern und Strukturen beschäftigt haben und auf Struktur und Aufbau sich ganz oft konzentriert haben, wie sind die Dinge aufgebaut. Und also von Architektonen bis hin zu Strukturalisten oder Impressionistinnen in dieser Zeit immer sozusagen nach der Materie gefragt haben. Also wie sozusagen Dinge sich zusammensetzen und wie man das verstehen kann, das Zusammenspiel von klein ins groß. Und dann kommt man auf, dann ist darüber sozusagen wieder die Perspektive der Männer gezeigt, also in der Etage drüber. Das ist jetzt nicht so symbolisch, dass es jetzt wieder drüber ist. Aber dann kommt man halt hoch und das Erste, was man sieht, sind nackte Frauen. Ganz viele nackte Frauen. Und dann, also ohne das jetzt sozusagen zu sehr zuzuspitzen, aber irgendwie die Fragestellungen waren ganz andere für was sozusagen, was eine Frau interessiert, wenn sie auf die Dinge schaut. Also so wirkte das in der Ausstellung. Natürlich kann man auch sagen, okay, das sind jetzt ausgewählte Künstlerinnen, das ist vielleicht auch eine forcierte Perspektive, um eben sozusagen auch diesen Kontrast aufzumachen zu der männlichen Perspektive. Das kann man alles diskutieren. Aber was ist denn, also dann geht meine Frage an dich, was wäre denn, Birgit, eine weibliche Symbolik? Also was wäre, also wenn ein Anker eine männliche Symbolik ist, was wäre denn was Weibliches? Also was verstehst du denn darunter? Genau, das ist eben die Frage. Das ist so eine Frage, die mich wirklich beschäftigt. Gibt es überhaupt eine feminine Ästhetik und gibt es eine männliche Ästhetik und unterscheidet sich das eigentlich? Oder ist das alles ansozialisiert und? Und das ist mir extrem aufgefallen, als ich diese Glasgefäße besorgt habe. Die habe ich, das sind alte Glasgefäße, unterschiedlichste Art. Ich wollte ganz, ganz unterschiedliche Gefäße haben, mit denen ich experimentiere. Und dann habe ich als erstes diese Gläser erstmal abgewaschen, habe die halt, weißt du, mit so einem Leinentuch trocken geputzt.
Und habe dann gedacht, das ist so typisch, so, das ist ja so wie so Hausfrauen, ne? Ich poliere das Glas erstmal, stelle das dann irgendwie, habe ich die Gefäße auch total nett arrangiert, so, wie passen die am besten zusammen und so. Und dann habe ich das so angerührt und so. Und das hatte alles schon, das war jetzt nicht so labormäßig, also jetzt nicht so wie so im naturwissenschaftlichen Labor, wo man irgendwie mit der Pinzette irgendwie so was ganz fein macht, sondern es hatte schon sowas wie die gute Stube herrichten für diese Gefäße, dass sie da in Ruhe stehen und machen können, was sie wollen. Aber es hatte nicht so, also mich hat das eher an so eine typisch, also was mir das auch eingefallen ist mit diesen Gläsern, verschiedene Formen, die sind alle sehr bauchig, sehr auch Kristallgläser dabei, geschliffene Gläser mit so einem feinen Schliff und so. Und ich denke, wenn zum Beispiel, wenn ich Andreas mitgenommen hätte und er hätte sich Gefäße aussuchen sollen und ich hätte mir Gefäße aussuchen, das ist jetzt rein spekulativ, hätte er ganz andere Gefäße gewählt wahrscheinlich. Und den dann, Heiligen Gral hätte er ausgesucht. Was? Nein. Den Heiligen Gral oder was? Aber darauf kann ich antworten. Ob das nicht so ganz subtil immer so mitschwingt und ob man das, wie man das überhaupt reflektieren kann oder ob man das überhaupt reflektieren kann und ob es überhaupt, oder es ist einfach, das, oder man sagt einfach, das ist in Anführungsstrichen Quatsch, weil du hast es gerade gesagt, Nadine, dass viele Künstlerinnen, und das würde ich auch unterstreichen, wie zum Beispiel, was weiß ich, Emma Kunz zum Beispiel ganz stark, die hat sich auch ganz stark mit Dingen beschäftigt und geometrisch das auch gezeichnet, wie sich bestimmte Dinge zusammensetzen. Oder Alma af Klint in Schweden, die auch sehr konstruiert hat und ganz stark überlegt hat, auch nach Theorien, wie sich das verhält. Das findet man da auch, weil ich weiß nicht, ob man das wirklich in der Ästhetik unterteilen kann. Eben ich glaube ja. Femininen Bestrebungen und männlichen Bestrebungen. Ja. Ich finde es halt schwer. Also ich finde es schwer, weil man auch oft so mit Klischees sich selbst, also sich dabei erwischt, wie man in Klischees denkt. Also die Ausstellung hat mich überrascht. Das ist das mit dem Nazi. Du denkst direkt an Nazi, das ist für mich ein Klischee. Aber ich mach mal, Klischee. Ne? Ihr seht ja also, hier Matze. Filterraum, du. Ja. Weil ich hatte jetzt so im Sinne von, wer salzt hier männlich kriechend? Ja? und dann sag ich dir, das ist, also wenn das jetzt keine männliche Salzkriechung ist, auch immer, dann fällt mir da ne? Eindeutig. Aber wieso? Weil das jetzt es durchbohrt ist? Wieso? Oder? Schweizer Käse? Oder? Nee, man muss dazu... Es ist sozusagen ne, so Metall, Art, Form und vor allen Dingen der Prozess. Es ist geduldslos beschleunigt, indem man das auf den Ofen stellt. Ja, und total, also hier mit also ich bin ja Schlosser. Ja, ich bin ja auch Schlosser. Also, das ist also, mein Prüfungsstück. Du könntest einfach, es würde immer eine Frühgeburt bei dir werden, ja, 9 Monate warten ist einfach nicht. Darf ich einmal klauen hier, dass... Ja, ich mache hier Stopp. Aber das ist so im Sinne von, ja, Rost und so, ist alles zusammen. So. Also eine meiner ganz frühen Ausstellungen, also es ist alles DNA, das sieht man auf der einen Seite die Pattern, das heißt 2-Granulat, weil auf der einen Seite das Granulat der Pattern ist und auf der anderen Seite diese Reihe von Vasen. Und die stehen alle auf Pflegebedarf, nämlich also auf Heizkissen, die einen bestimmten Rhythmus angehen, um also einen gewissen Wärmeluftstrom ab und zu mal zu erzeugen. Hier sieht man es nochmal von Namen. Eine ganz komplexe Verästelung. Und dann also ergeben sich dann diese auf die Dauer, nicht? Also es auch, ich hatte mir natürlich auch da erbeten, dass das lange dauern kann, die Ausstellung. Das hat sie dann auch über den Jahreswechsel hinweg sogar. Und ja, also hier sieht man es in einem frühen Stadium, da ist noch nicht viel passiert. Und so, also, und das sind so Blumen, so
etwas ein bisschen ironisch allerdings auch, weil so das bürgerliche Wohnzimmer der um 1900 mit diesen Blumenständern, auf denen dann eben sich so große Pflanzen und so, das ist dann also weggenommen. Aber so das, Birgit, würde passieren, wenn ich also mit Gefäßen Vasen. Aus dem mit Vasen, Gefäßen aus dem Haushaltsdekobedarf umgehen sollte. Nicht? Also habe ich Gott sei Dank schon, das habe ich jetzt hinter mir, das ist also Bad Oeynhausen in der Volkshochschule im Foyer, also ganz, ganz unberühmt. Aber ja, hier ist der Tresen und die Leute, es war wirklich so, es gibt gar viele Leute, die dann eben auch regelmäßig hier auftauchten und die das dann so im Zeitraffer gesehen haben. War also vom Publikumsgusto her eine sehr schöne, erfolgreiche, mit wunderbaren Rückmeldungen, nicht Ausstellung. Nicht? Aber es ist, also, ich finde es eine sehr schöne Antwort auf Birgits Unsicherheit. Was denn ist, wenn sie jetzt plötzlich Vasen putzt? Also ob das was sehr Feminines da, ist. Also ich will auch überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es nicht auch sehr viele sensible Künstler gibt und die auch sehr tolle Sachen machen. Das war jetzt einfach nur eine, also ich hatte das Beispiel angeführt zu der Frage, was denn weiblich ist. Und ja, ich habe mich da nicht mit dieser Frage beschäftigt, sondern ich habe die Vasen poliert und ich habe die Vasen sorgfältig platziert und gefüllt und so, nicht? Also das ist so und ich sehe mich da, ich erkenne mich da in sozusagen über die Individualitätsschranke hin, sozusagen erkenne ich mich wieder, aber eben nicht so weit, dass ich das verwechseln könnte, nicht? Oder dass ich da irgendeine Art von inhaltlich qualitative oder sonst wie was Unterscheidung hineinzwingen müsste, nicht? Sondern das ist einfach so, gefällt mir, nicht? Auch so, ich war jetzt da, diesen langen Raum zu gestalten, dann habe ich eben diesen Bogen gemacht, wäre es anders gewesen, so wie jetzt Birgit das als Konglomerat gestellt hat, wobei total interessant, wie das interessiert mich, wie die Vasen über das Salz vielleicht Kontakt aufnehmen und so etwas. Also ich finde das alles sehr, sehr schön und aber sozusagen gleichzeitig, aber ich kann wiederum nicht sagen, dass ich als Mann eben eine grundsätzlich andere Veranlagung hätte, mich solchen Sachen nicht zuzuwenden. Nicht? Das ist eben nicht so. Wobei ich eben mich durch Männerklischees meistens sehr, sehr behindert und missverstanden und so weiter fühle, so dass ich also, das kennt meine Familie, dass ich dann eben ziemlich oft sage, dann bin ich halt kein Mann. Ne? Ist mir egal. Ja. Ne? Bin ich halt nicht. Voll, ne? Ich finde das voll ätzend. So, ne? Ja. Das ist voll ätzend, wenn man immer diese Diskussionen hat. Ja, es ist ein Framing, was also einem heute ziemlich oft umrahmen soll. Und ich möchte mich dem nicht so sehr aussetzen, weil ich merke, es verhindert, dass ich einfach so bin, wie ich das so gerade meine. Nicht? Und das kann ja sein, dass das in der anderen Hinsicht sozusagen stört oder übergriffig ist, in der anderen Hinsicht ist es dann vielleicht wieder auffangend. Also es ist je nachdem, wie man das sieht. Und wie dieses mit dem Anker zustande gekommen ist, das war mir am Anfang völlig unverständlich. Dann habe ich auch da eben auch sowas wie Tattoo oder so. Aber es ist so, dass also die Beschenkte eben einen Anker verloren hat. Also real in ihrem Zuhause. Als Kind gab es einen. Nicht? So. Und das ist so, das hatte der Mann sich gemerkt. Also ich will gar nicht anfangen, über diesen Mann zu schwärmen. Aber das, und er hatte sich das gemerkt und hatte dann gedacht, ja, wenn mir was einfällt, nicht, was ich so brauchen könnte, ein Anker. Ne, so. Und das war jetzt nicht, also für mich ist dann, ich habe dann auch erstmal sehr gefremdelt mit dem Motiv. Aber im Laufe der Zeit, wie ich das jetzt verwendet habe, sind viele, viele wunderbare Gedanken dazu entstanden, die ich jetzt aber nicht ausbreiten will, das wird hier zu weit führen. Aber da ist eben dieses Seemannssymbol, ja, das Seemännische da drin ist natürlich tatsächlich auch nicht zu verleugnen. Aber es ist eben nicht mehr so,
so dieses Hamburger Hafen, Reeperbahn, in jeder, jedem Hafen eine Liebe und was nicht alles, nicht? Also so, das ist, ist da überhaupt nicht mehr drin, nicht? Aber jetzt auch bestätigt durch das, was ich inzwischen aus den Gesprächen entnehmen konnte, was mit dem Anker los ist. Ne? Also auch mit dem Anker. Habe ich am Anfang gar nicht den Anker gesehen. Ich habe dieses ägyptische. Den Isis-Schlüssel, genau. Ja. Hm. Ja, ja. Mhm. Isis-Knoten heißt es genau. Hm. Ja. Das stimmt, um den habe ich mich auch so gekümmert. Ja, das war das, aber was ich meinte mit der Bildung, also was man im Kopf hat, assoziiert man. Und je nachdem, wie präsent, was man im Kopf hat. Und bei Anker denke ich halt erstens an Kybernetik, zweitens an neurolinguistische Programmierung. Das ist einfach nur, ist nun mal Ankern, ist nun mal ein zentrales Thema, ein ganz zentrales Thema beim NLP. Ne? Mhm. Und das meine ich halt. Wenn wir jetzt praktisch, also hauptsächlich komme ich ja vom Marketing, willst du ja irgendwie etwas raus, irgendwie etwas, ein Feedback provozieren mit deinen Symbolen. Und da dann natürlich auch dann halt Zielgruppen ansprechen. Mhm. Und dann gibt es halt andere Leute, die denken halt an was weiß ich was bei einem Anker. Ne? Die fallen dann aber raus aus deiner Intention. Die Intention ist, du hast eine Zielgruppe, mit dem Anker willst du irgendwelche Leute adressieren, von der Symbolik. Ja, das Spannende heute ist ja, dass wir mit globalen Kulturen zu tun haben, global, einem globalen Schmelztiegel. Aber Fleckenteppich wollte ich eigentlich hin, auf einen Fleckenteppich. Aber die sind im Schmelztiegel. Ja, durch vielleicht. Das Internet, nicht zuletzt durch das Internet, wird alles so durcheinander gemischt. Und ja, deshalb ist diese ganze Konfusion, oh, ich sehe da das, der andere sagt, ich sehe da das. Du weißt gar nicht mehr, gibt da den Begriff, hatte ich gestern mit meinem Sohn noch, kulturelle Aneignung. Aber würdest du das jetzt vereinheitlichen wollen? Weil ich habe ja gerade Spaß daran. Nee. Ich weiß nicht, ob man das, wie man damit umgehen muss. Meiner Meinung nach ist, wenn es mir gefällt, ich muss dafür gerade stehen, sprich Salzgriechen, Webseite, ne? Musst du ja für das Logo gerade stehen, weil du bist ja der Eigner von der Webseite. So. Und du selber. Und du bist in dem ganzen Spannungsfeld, ist das Logo jetzt faschistoid oder nicht und so. Da musst du mit klarkommen. Ich als dein Berater, wenn ich die Webseite für dich machen würde, wir machen ja zusammen, ne? Aber das tut mir leid. Ne? Ja, ja, das ist die Robbe, die du mir als Schlittenhund sozusagen vor die Füße geworfen hast, ne? Sozusagen. Eine schwarze. Ich habe für einen Kunden so ein Grundsymbol, ein Hexagon. Und das geht halt um Automatisierung im Wäschereibetrieb. Ne? Totale Kontrolle. Also die Idee ist, dass du auch in einer industriellen Wäscherei ein praktisch übergeordnetes System hast, was alles steuert. Das ist Industrie 4.0 zum Beispiel. So und so, bla bla. Aber da muss ich ja nicht mit klarkommen, sondern da muss ja mein Kunde mit klarkommen. Ich kann ihm ja nur ein Angebot machen und dann diskutiere ich mit dem. Warum nehme ich jetzt ein Hexagon? Sage ich zu dem, ich habe recherchiert, ich habe das beobachtet, das Hexagon ist nun mal im technischen Bereich heute ein Symbol, was da sehr stark mit assoziiert ist. Eine Form. Das Hexagon. Ja, Technikeffizienz natürlich. Ja, aber der Matze hat dann auch noch gesagt, so, das ist aber ein Naturprinzip. Ich meine, guck dir allein die Waben von Wespen oder Bienen an. Ich muss mal immer auf Toilette, Leute. Ja, war ich gerade. Aber was man da assoziiert, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man da. Also es ist, Nadine, es ist ein Problem, was letztendlich nicht allgemeingültig lösbar ist. Was der Betrachter damit in Verbindung bringt. Dieses Problem ist meiner Meinung nach nicht allgemein
gültig lösbar. Du wirst immer Probleme haben. Immer. Ich glaube, ich hatte auch keine Ahnung. Naja, aber sonst, dann wäre ja Sprache nicht, also wenn wir nicht sozusagen eine Basis hätten, auf der wir kommunizieren, die wir alle verstehen, ja, könnten wir auch nicht miteinander sprechen. Aber zu, also wir einigen ja uns auf bestimmte Inhalte zu bestimmten Formen. Und wir andere kämpfen Gruppen, darum. Genau, wir kämpfen es gibt so darum. Verstehensgruppen sozusagen. Dialektik, ja. Und genau das Gleiche ist mit dem Begriff Querdenker. Wir bewegen uns ja nicht losgelöst in diesem Assoziationsraum. Nee. Also deswegen muss man ja mit den, ich sage ja nicht, dass es falsch ist. Also, das heißt falsch. Ich sage nur, dass man sozusagen, du musst dann halt damit rechnen, dass solche Diskussionen aufgemacht werden. Und du musst dich dafür entscheiden, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. Dann machst du besser nichts, meiner Meinung nach. Du machst besser nichts, keine Aufmerksamkeit erregen, damit nicht schön ruhig bleiben. Nee, weil das ist ja nicht die Fragestellung, ob du sozusagen gegen die rechten Positionen ziehst. Das ist doch eine ganz andere Fragestellung, als wenn ich ein Logo suche für eine Website, für ein künstlerisches Projekt, mit dem wir uns jetzt oder ihr euch beschäftigt. Das, wenn das nicht die zentrale Fragestellung ist, sich gegenüber Recht abzugrenzen, Farben oder Zeichen zurückzuerobern, die sozusagen von rechter Seite besetzt sind. Nee. Ich glaube, was wir hier versuchen, ist, dass wir uns davon lösen. Was natürlich paradox ist, aber ich glaube, wir wollen uns davon lösen. Wir wollen letzten Endes, brauchen wir kein Intro. Wir reden zwar darüber, wenn wir einen Kunsthock machen, ob wir so ein Intro haben. Ein Sound, der muss, haben wir darüber geredet, wie muss das am Anfang klingen, ne? Dieser Sound. Dieses Jingle oder sonst was. Oder gibt es ein Logo, was weiß ich, oder ein Manifest, war die letzte, der letzte Talk war, ein Manifest für unseren Kunsttalk hier, ne? Das ist eigentlich nur für mich ein Aufhänger, um darüber zu reden, dass es Blödsinn ist, dass wir sowas überhaupt nicht anstreben. Aber ich weiß ja gar nicht, was wir anstreben. Keine Ahnung. Wir reden über Kunst, oder? Brauchen wir ein Manifest? Brauchen wir einen Gong? Brauchen wir ein Intro? Brauchen wir was weiß ich? Aber das Schöne ist, dadurch entsteht so eine flackernde Auftauchen. Entschuldigung, du? Ich wollte was zeigen. Ich habe das Protokoll für heute gemacht. Scannen, schicken. Oh, das ist super. Kann ich davon eine Kopie bekommen, bitte? Ja. Ich habe das Zeichentagebuch, wo ich mir vorgenommen habe, dass ich mehr versuche, das, was ich an sozusagen Gedanken habe, brauche ich unbedingt. In Form zu übertragen, also Verbindungen, Assoziationen, weil ich auch gerade ein Projekt habe, wo ich viel über Form nachdenke, was bestimmte Bewegungen für Form erzeugen und was für bestimmte Formen für Assoziationen erzeugen. Also es ist gerade mein Thema. Ja. Es ist super, Nadine. Super. Und es sind auch die Farben Schwarz und Rot drin, aber es macht halt nicht die Assoziation auch von rechts. Also ja, man sieht da. Im Moment sieht man eigentlich, kann man nicht viel erkennen. Ja. Man sieht wie eine Mindmap. Ja. Man sieht schon die Mindmap. Ein wie so eine Mindmap. Guck mal, bei Matze Katze ist es jetzt total Lava geworden. Da löst sich gleich alles in Lava aus. Mein Gott. Kann meinen Blick gar nicht davon lassen, immer zu beobachten, was jetzt schon wieder ausbricht. Wieso? Was ist mit mir? Ich bin hier in einem sehr deprivierten Umfeld. Ja. Da achte ich und gerne auf, wo was passiert. Mich fragen viel. Leute, was heißt 504 zum Beispiel? Ja, das weiß ich, das ist irgendwie so ein Computerfehler, aber das ist jetzt uninteressant. Ihr müsst mal diese Lavamassen angucken, die da ausbrechen. Das ist unglaublich. Dann sag mal, was 504 ist. Wrong Gateway. Ist das diese Computerseitenzahlen? Falscher Ausgang, oder? Ist eine Meldung, wenn du eine Internetseite oder irgendwas aufrufst, bekommst du Meldung. 404 ist, Seite ist nicht vorhanden. 504 ist halt Wrong Gateway. Darüber die Symbolik, das ist Kaizen. Das ist ein japanisches Managementprinzip. Das bedeutet kontinuierliche Verbesserungsprozesse.
Das war doch der Antrieb für den Turbokapitalismus, dass man immer nur Dinge für 2 Jahre konstruiert, um sie dann wieder weiterzuentwickeln, um wieder neue Produkte zu verkaufen. Doch, das war doch diese Philosophie. Nein, ich auch. Nee. Doch, ihr Marketingleute, jetzt leugnet es nicht. Das ist ihr Management-Leute. Das heißt einfach, das ist der Unterschied zu Innovation. Innovation ist der große Knall. Jetzt habe ich den großen Game-Changer und das hier ist eine andere Philosophie, die heißt, jeden Tag verbessere ich meine Arbeitsweise ein bisschen. Du Matzekatz hat nebenher schon den halben Betrieb organisiert, glaube ich. Der arbeitet so intensiv oder er kommt, überrascht uns gleich wieder mit einer neuen Installation. Ja, zusammen. Ich bin ja auch aus der Technik-Ecke und 5 Minuten. Das Scotty ist das Scotty unten im Maschinenraum. Ich kenne ja nur, bin ja auch aus der Technik-Ecke und 504 ist nicht von Gateway. Nein. Gateway Timeout. Gateway Timeout. Also da wird unterschieden. Also 504, 502, den kenne ich eher als. Gibt es auch 504, gibt es auch das in einem psychologischen Sektor. Da willst du auch Informationen. Ja, du kannst auch gerne noch weiter ablenken, wenn du irgendwas Richtiges hast. Aber ich will da nochmal auf das den Ausgangspunkt im Sinne von, wir sind ja da, als Nadine sagte, dieses gemeinsame Sprache finden und so weiter. Und wo du dann sagtest, das Problem kannst du nicht generell lösen und prinzipiell kann dir das immer passieren. Das ist richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit, nachdem eine Diskussion aufkommen könnte in eine gewisse Richtung, die haben wir uns ja sozusagen, haben wir ja so evidenzbasiert hier gerade in der Runde ja auch, ne, und auch in der anderen Chatrunde, die wir da auf Twitter hatten, einfach hergestellt, dass es halt irgendwie so eine gewisse Richtung hat und deswegen war die Diskussion und dann ist dieses wirklich sich dem aussetzen, ist halt eine Entscheidung, die, und das hast du ja gesagt, Andreas treffen muss. Also Sprache, ja, das ist ja auch... Michael, bei dir läuft es da unter dem Türrahmen, da ist aber wirklich voll die Überschwemmung. Also der ist nicht gut verlängert. Salzwasser. Das ist Salzwasser. Das ist ja die Härte. Entschuldigung, Matze, wenn ich dann inzwischen nur, ich habe da total drauf geguckt und habe gedacht, oh Mann, ey, das ist genau das, was Stanislav Lem auch in seinem Hospitale beschreibt, wenn dann so langsam das Wasser unter der Türschwelle so durchschwappt und dann so ne, ozeanartig ansteigt. Super Bild. So, Entschuldigung, ihr könnt da weitersprechen. Ja, super. Ich wollte, Sprache hat ja diesen konventionellen Anteil oder ist weitgehend konventionell. Und das bedeutet, dass also mit den Bedeutungen eben nein, nicht rein will. Nein, sprechen kann nur Kritiker. Jetzt muss man sagen, wahr sprechen. Und dann kommt als nächstes wahr sagen. Nein, man muss erstmal beschreiben. Also erstmal eine Deskription, eine ganz schöne Beschreibung machen. Und dann ja, genau. Und das ist so konventionalisiert, dass es also immer total schwierig ist, dem was Neues abzuringen. Geschweige denn Bedeutungen tatsächlich sozusagen zu verwandeln. Da hat Nadine natürlich vorhin sehr recht gehabt, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, bestimmte Formvokabulare und bestimmte Ausdrücke auch wieder sich zu holen, die also scheinbar felsenfest in falscher Hand liegen. Nicht? Das ist aber dann ein echter Kampf um das und der Ausgang solcher Kämpfe ist nicht sicher, weil vor allen Dingen immer wieder neue Varianten aufpoppen können, also quasi virushaft, nicht? Also und von daher muss man sich schon überlegen, in welcher Weise oder von wo man wie kommt. Und wir schrappen da so ganz am Rand von sowas lang. Das ist mit dem Logo, das finde ich auch löblich, aber sozusagen, das macht eben auch die Schwierigkeit aus. Nicht? Und das ist ja im Grunde auch ein Dauerthema im Kunsttalk, weil wir dort ständig überlegen, mit dem Manifest und mit anderen Fragestellungen, wie kommen wir mit der Konventionalität zurecht, während wir gleichzeitig
uns auf etwas auf die Entdeckung von Neuem oder mit dem Problem. Es geht ganz einfach. So weiter, Max hat das gerade vorgemacht. Sie befinden sich in dem gleichen geteilten Bildschirm. Da gibt es dann keinen Gefackel mehr. Dann guckt man alle gucken auf den Bildschirm und dann. Ne? Und genau, und das wäre dann eventuell auch gleichzeitig schon wieder eine Medienkritik an dieser Verfassung unserer technischen Erscheinung, nicht? Natürlich. So, ja, genau. Ich war jetzt sitzt Michael da so ganz bisschen bedröppelt. Jetzt ist er genau auch armer Michael. Wegen dem 5-0, 4-0, 5-0, 2-0, out of order. Da aber er hat sich selber unter Wasser gesetzt. Das macht ja auch Spaß. Ja. Kehr. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich jetzt selber mit Salzkichung probieren möchte, mache ich dann einfach eine Salzlauge aus ganz normalem erstmal Jodsalz und Wasser? Ja, nimm irgendein Salz, genau. Je weniger Zutaten drin sind, Anti-Haft. Also Rieselfähigkeitschemikalien sind eh meistens drin inzwischen, die sind aber nicht so dominant. Aber egal, mach dir eine Kanne mit Wasser, einfach Leitungswasser und dann rührst du so lange Salz ein, bis unten sich Salz absetzt, was sich nicht lösen lassen will. Und das wird dann aber schon so milchig. Ja, das ist ganz schnell weg. Das sind Sauerstoffteilchen. Also das ist also nichts, was da bleibt. Und wenn das unten sich abgelagert hat, dann ist eben so dieser Punkt, dass das so ein Lösungsgleichgewicht, die Sättigkeit ist da, ein Lösungsgleichgewicht ist entstanden. Und das kannst du dann sozusagen in ein Wasserglas oder beliebigen anderen Behälter füllen. So viel, so meinetwegen die Hälfte davon. Und dann gießt du eben das peu à peu nach, ne? So dass also der Wasserstand in etwa gehalten wird. Und wenn du jetzt so ein Glas hast, dann wird sich das, also ich vermute mal, dass es bei dir das eben auch tut, wird es sich so die Wand hochziehen und über den Rand gehen. Und das wird es dann eben machen, bis es den Wasserstand unterschreitet. Und da ist die Sogkraft so stark, dass es sein kann, dass es also dann Wasser nachzieht wie so ein Docht. Dann hast du so einen Dochteffekt. Ne? Mhm. Das kannst du entweder zulassen, dann wird dann Wasser runterlaufen und unten um das Glas herum so eine kleine Wasserlache machen, von der aus es dann sowohl hoch als auch zur Seite wegwuchert. Oder du gehst dann taktisch erstmal so ultra sparsam mit dem Nachfüllen um, bis sich das so ein bisschen gefangen hat, bis also genug Dicke da ist, um weiter aufsteigendes, potenziell überlaufendes Wasser, um das zu speichern. Ne? Das ist dann da drin. Und aber ich das ist aber immer in den Anfangspunkt nach. Genau, du also ich habe so eine Spritzflasche mir besorgt. Die sehen so aus. In Griffweite. Er sitzt ja gerade im Labor. Er sitzt ja im Labor. Ja, genau. So, das ist Plastik, ne? Das ist billig. Und ich weiß allerdings nicht mehr, wo ich sie gekauft habe, weil die ja schon ewig. Und damit kann ich es sehr gezielt irgendwie so, ohne dass ich es jetzt auf die Ränder spritze oder so weiter reinmachen. Ich habe da ja auch zum Beispiel so ein, die kann man ja jetzt eigentlich machen, aber das ja ist egal. Und dann fülle ich es immer so auf den ungefähr, das braucht gar nicht mal richtig, auf den Stand, den es am Anfang hatte. Und ja, dann beobachtet man das, nicht? Und das ist, man muss da schon einfach, das ist so wie eine Blume, die hat man ja auch da so stehen, nicht? Ab und zu gießt man Wasser, dann entwickelt sie sich mehr oder weniger günstig. Ich würde auch einen Teller oder sowas drunter stellen, falls das sozusagen auf einmal in irgendeiner Weise sich verselbstständigt und ausläuft oder so, dass man. Das hättest du mir aber auch ein bisschen eher sagen können. Ich meine, da steht ja jetzt alles. Hast du auf deinem Leine. Sofa stehen? Ich habe schon die Haustür ausgenommen. Ich komme zurück, das ist alles schon über den Tisch. Michael hat aber den Prozess beschleunigt mit Hitze sozusagen. Also wenn man das erhitzt, ja, dann geht es schneller. Ja, nee, ja, pass auf. Pass ja auf. Immer. Dazu muss er was sagen. Nee. Ich habe mit Andreas haben wir eine Session gehabt, nicht aufgezeichnet. Aha. So, und da haben wir so gegoogelt und da haben wir dann
irgendwie mit Salz kriechen, haben wir so geguckt, welche Bilder es gibt. Und da gab es Bilder von Israel, glaube ich, war das Andreas, ne? Ja. Bei Pinterest. Und da haben wir gesehen, dass, es da scheinbar am Meer in Israel irgendwelche Leute gibt, die sich da auch schon so einen Spaß draus machen und die das dann praktisch. Wir machen uns da keinen Spaß drauf. Das sind ernsthafte, Gegenstände überwuchern lassen. Künstlerische Forschungsambitionen, Motivation. Aber Kunst ist, weißt du ja, Birgit fragt den Günther Lierschow, wir reden über Geld. Und die haben halt dann erkannt, dass da irgendwie so irgendwelche interessanten Dinge, Artefakte entstehen praktisch aus den Situationen, die sie da hatten, aus der Situation. Und das war einfach am Strand irgendwelche Objekte, die mit dem Salzwasser in Verbindung waren, aber in der Luft waren und Sonneneinstrahlung hatten. Ja, das waren eben keine echten Salzungen, aber das war so, dass sie dann das in der Luft trockneten und so weiter. Und Sonne, so weiter. Also halt die Hitze. Eigene und Prozesse hatten. Ja, und ich habe mir dann einfach gedacht, ich tue jetzt mein Objekt, was dann meine erste Salzungs, das auch mit der Terminologie, Andreas meinte, Anlage. Also es ist das Arrangement ist eine Anlage. Eine Salzungsanlage. Geldanlage, Salzanlage, Technikanlage. Da habe ich mir gedacht, da ist ein Ofen, der Ofen brennt, dann stelle ich jetzt einfach mal das Ding da drauf. Ne, so. Und da habe ich das da kochen lassen. Du hast das angesprüht mit Salzwasser. Ja. So. Aber warum nicht? Also ich finde das auch witzig. Ja, einfach mal verrückte Sachen probieren damit. Ja, aber es sieht genau aus wie so. Es sieht ein bisschen wie gekocht aus, also wie so Ablagerung von so. Und da entstehen direkt so beim Kochen. Wenn so Kaffee überkocht und die Korrosion da drin ist auch noch super. Genau. Und es ist nicht also so ganz sauber, ne? Die Form, die da direkt entsteht, ist, sind die nicht. Röschen. Ja. Fühlen sich überall Röschen. Das ist die erste Form, wenn es so richtig so mit Hitze ist. Beim Blumenkohl nennt man das Röschen. Ne? Ja, das sind diese Blumenkohlröschen. Und dass die aber so rosa sind, liegt das an dem Rost? Rost. Oder das ist der Rost da. Mhm. Und in der U-Bahn-Geschichte habe ich auch relativ deutlich auf Korrosion auch noch Bezug genommen. Da habe ich das gleich wieder erkannt, natürlich. So, nicht? Also, aber so richtig schick ist das nicht. Was? Ja, aber. Doch, ich finde das schon. Na, rangeht, da sind da schon interessante Fragen. Aber trotzdem, das ist so ein chemischer Cyberpunk, ist das. Ja. Weil es ist an den Rändern ja wirklich noch richtig weiß. Also das ist genau. Da ist Alufolie. Ich habe um das Blech rum, also das erste Bild ist ja praktisch die blanke Konstruktion für die Anlage. Und um das Blech, was ich da praktisch als Begrenzung gemacht habe, da habe ich Alufolie drunter gelegt, bei dem, wo ich das auf den Ofen gelegt habe, obendrauf, habe ich halt gesehen, dass da was weiß ich was. Der Untergrund war auch noch ein Aufkleber, habe ich halt irgendwie Alufolie da umgemacht. Also so die Aufforderung ist, sei flexibel, wenn du das startest. Testen, irgendwas. Man kann ja irgendwas probieren. Ja. Ich meine, was soll Kunst sonst sein, außer probieren in dem Bereich. Ich konnte mich jetzt endlich mal revanchieren, weil sonst kriege ich immer so fotzelige Kommentare von Michael, jetzt konnte ich mal einen machen. Ja. Das ist mein Prüfungsstück als Betriebsschlosser. Das wiederum finde ich so richtig gut. Das war der Bezug dann, den ich darauf, das ist nicht einfach irgendwas, sondern, also ich hätte auch irgendeine Zange aus meinem Werkzeugkasten nehmen können. Ja, es war ganz Wertvolles genommen. Ja, das war gar nicht so wertvoll, das lag hier in der Ecke rum. Das musste ja, ich aber so viele Jahre hier immer mit, das kenne ich auch. 87. Was man Gott sei Dank in den Ecken noch so alles hat. Aber ich wollte das einfach mal so salzen. So. Birgit, wenn du, aber ich finde den Titel super. Salz gemacht wie heißt hast, der Frühling auch rosa? Ist das dann dieselbe Farbe? Eigentlich schon, oder? Birgit. Wie bitte? Hast du die Salzung jetzt auch mit dem Himalaya-Salz gemacht?
Bei mir ja, aber das ist unten nur der Boden rot geblieben. Das andere ist sehr kristallweiß geworden. Ach so. Ganz, ganz weiß. Und das hier ist aber das, was ich hier zeige, das ist aber das von... Das ja, ich weiß. Aber hast du auch Fotos von deinem? Ja, der ist auf diesem Kanal, Kunsttalk-Kanal. Ach so, gut, dann gucke ich mal. Bei YouTube. Der heißt Kunsttalk-Kanal. Das war halt die Idee, dass wir auf der Webseite die verschiedenen Projekte eine eigene Seite, also einen eigenen Bereich machen für verschiedene Projekte. Michael, kannst du vielleicht einmal kurz, du kannst auch Bildschirm teilen machen, das kann ich hier nicht. Hm. Kannst du doch einmal kurz bei YouTube diesen Kanal zeigen, kannst du das ganz, da ist ja so ein kleiner Film drauf von dem Himalaya-Salz mit dem Gefäß. Könntest du das bitte zeigen? Kunsttalk, ne? Mhm. Kunsttalk. Wir haben das dann auch irgendwie nochmal granularisieren genannt, ne? Das Granular. Wie nennt man das? Ja. Granulatisieren. Das ist ja das, wir sind ja jetzt hier kein bezahltes Gremium, das da riesig... Doch! Das ist alles ohne Geld oder was? Lass uns mal über Geld reden. Jeder macht irgendwas und so soll das auch bleiben. Ne? Also würde ich mal sagen, das ist die Philosophie von Kunsttalk. Jeder macht was. Das ist dein erstes Glas, ne, Birgit? Ja, genau. Das ist mein erstes Glas. Ah, und da unten ist es jetzt. Aber das sieht auch schön aus. Das ist das Himalaya-Salz. Aber das ist doch komisch, dass die Farbe sozusagen unten bleibt und das Salz? Ja, wahrscheinlich sind das bestimmte Stoffe oder ich würde sagen Erze, das müsste man vielleicht nochmal recherchieren, was dann bleibt, was in diesem Salz gebunden ist. Und das bleibt dann einfach so wie Pigmente da unten liegen. Mhm. Was ist denn da mit den Eiern? Ich habe da auch Eier gesehen. Wo? Da im Hintergrund. Da sind so Eier. Das ist ja gut, das ist ja gut. Die sind immer da. Die warten auf das Salz. Soleier. Nee, also ich kann mich noch erinnern. Birgit stellt die immer wieder weg, aber immer wenn sie wiederkommt, sind die wieder an der Stelle. Ich kann mich aber noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, wo ich mir hier mit dem Andreas in Kontakt kam, der Andreas hat so Graphiteier gemacht. Ich habe mir gedacht, das Ostereier malen ist so blöd farbig immer. Da habe ich also irgendwie Schlüsselgraphit und Bleistifte genommen und habe die dann als Zeichengrund genommen. Genau. Und davon gibt es jetzt... Einige sind leider schon kaputt, natürlich wie immer die Besten. Aber es gibt ja eigentlich gar keine Besten. Aber irgendwo findet man die. Also das ist ja, möchte ich jetzt nicht nach vorne holen. Das ist, die gibt es halt. Und wenn man nochmal von dieser, zu so einer Metaebene, die Symbolik sich anschaut, also dass so Dinge überwuchern. Mhm. Was spielt das für dich für eine Rolle, Andreas, dass einfach Dinge überwachsen und eigentlich... Also zunächst ist so diese Eigenaktivität, also ich habe einen so einen Spruch, also man kann immer wieder von vorne anfangen, nicht? Also man setzt Salzlake an und Konstruktionen machen Konstrukteure und Konstrukteure machen dann wieder Salzkriechen und so weiter. Dieses autopoetische oder diese hohe Eigenaktivität, die man sonst der biologischen Materie oder dem biologischen zuschreiben würde, dass es da schon ist, dass es eine unglaubliche Formvielfalt macht. Also ich glaube, Lem hat auch irgendwann mal gesagt, also die anorganischen Landschaften wären also so viel bizarrer und formreicher als die organischen. Mhm. Und ich finde diese blöde Stelle natürlich nicht, aber das sowas, ob das in einem seiner Aufsätze war oder egal, also da sind so diese Motive
Und dass es ein Überzug ist, das liegt natürlich daran, dass das eine das Glas selber sich eben nicht so anlösen lässt. Ne? Dass, wenn das aber über etwas anderes gehen würde, würde vielleicht mehr passieren. Ich habe es allerdings auch einmal über Sand gehabt. Und ich habe vor allen Dingen eins gehabt, da habe ich so einen Schaumstoffpattern auf Salzwasser schwimmen gehabt. Mhm. Und da hatte ich gedacht, das geht dann so da durch. Aber es ist ganz am Rande geblieben und hat sich da auch so diese Röschen gebildet, ganz wenig. Sehr zum Entsetzen oder zur tief enttäuschten Annahme vom Galeristen, der also gesagt hat, ich sollte da jetzt mal ein bisschen dafür sorgen, dass das jetzt schneller wächst und so. Überhaupt nicht begriffen. Und ich habe gesagt, das Potenzial auszustellen reicht. Und das wird jetzt wieder auf mich zukommen in Diersbüttel möglicherweise. Aber das Potenzial reicht. Das Potenzial reicht. Jetzt kontrollierst du gerade YouTube. Das ist jetzt so ein Resonanz, es geht jetzt hin und her die ganze Zeit. Technik. Er hat da was geguckt. Technologisches Phänomen. Naja, gut, also für mich ist diese hochinnige gegenseitige Beeinflussung von Umweltfaktoren, nicht? Weil diese Diversität da, dass da ein Zäckelchen wächst und nicht da, sondern dass es da zu einer Nadel kommt und nicht da. Und zu was für einer Nadel? Das wird ja alles dadurch, nennen wir es mal, verursacht oder getriggert, wie das eine auf das andere reagiert. Und das finde ich also außerordentlich spannend. Und sehe das eben so ein Metapherntreiber auch. Ne? Ich mag das, dass wenn also Dinge sozusagen diese Kommunikation mit Dingen, nicht, eben über so etwas laufen könnte oder so. Naja, gut, das ist so. Michael, wolltest du? Ich habe einfach nur die Hand von der Birgit. Birgit hat die Hand ausprobiert hier. Ja, das war, dass ich nur geguckt habe, dass ich die ganze Zeit mich gefragt habe, was leuchtet denn da? Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt und dann habe ich aber gesehen, Nadine hat da was in den Chat getan, das war die Nachricht. Aber dann habe ich gesehen, man kann auch die Hand heben. Und dann habe ich das einfach mal kurz aktiviert. Was ist denn da im Chat? Da hat Nadine einen Link reingehängt. Das Link, genau. Nur der Link zu dir. Es war doch das Centre Pompidou, hieß das. Das ist so ein modernes Museum. Und diese Ausstellung, und es hieß aber schon Künstlerin der Abstraktion. Also es war schon auch ausgewählte, also Künstlerin, die sowieso mit Abstraktion arbeiten. Aber es war trotzdem interessant. Also da kann man bestimmt. Ja, aber das ist nochmal ein extra Thema, nicht? Also warum auf Bühnen stehen Männer voll bedeckt mit, wer weiß was für Schichten von Fracken und Frecken und so, und Frauen also mit unglaublich viel Haut. Man entsprechend also die Fotografie mit im Verhältnis unglaublich viel mehr Akten und so, nicht? Also was das jetzt was das jetzt sein soll, nicht? Ja, aber du musst als Künstler, das ist ein ganz anderes Thema. Aber Andreas, du musst als Künstler, ne? Musst du heute auf dem... Ein tiefer zu sprechen, dann habe ich auch mehr Durchsetzungsvermögen. Hört man mich auch mehr. Wie hieß denn der Künstler, der da seinen Sack auf dem Boden festgenagelt hat, irgendwie in Moskau? Auf dem Roten Platz in Moskau? Ja. Ich wusste immer, wie der heißt, aber im Moment habe ich es nicht. Es ist schon so spät, es ist schon 22 Uhr 8. Ich bin echt den ganzen Tag am Streamen und Zoomen und so, und das ist echt, also mein... Ja, wir können auch die Kurve kriegen, weil ich war eben auf Toilette, habe ich dann gemerkt, also der Adrenalinspiegel lässt mich völlig vergessen, dass ich eigentlich Magen-Darm-Grippe habe, und das ist aber eher so, ist witzig. Kunst, das ist nämlich Kunsttherapie, das ist der Effekt, das werde ich patentieren lassen, Kunsttalk als Kunsttherapie.
genau. Also ich muss sagen, ich habe heute auch Andreas gefragt, weil ich die letzten Male gemerkt habe, dass ich ziemlich müde nach Hause komme nach 8 Stunden Arbeit. Aber immer wenn wir den Kunst, also wenn wir gesprochen haben, das war im Rahmen der Lämmifikation, dass ich immer unglaublich energetisch aus den Gesprächen rausgegangen bin. Ja. Und ich fand das so schön. Deswegen habe ich heute gedacht, oh, ich bin nach Hause gekommen und dachte, oh Mensch, was eigentlich Andreas, klar, ob nicht zufällig heute irgendwas ist, weil ich hatte dann das Bedürfnis, ich brauche dann so die, wie die, das ist ein bestimmter, also Status des Denkens, einfach des Zusammendenkens, was so Spaß macht, finde ich. Und deswegen danke auch nochmal. Ja, kann dir, glaube ich, jeder zurückgeben. Das ist eben. Ja, ich denke mal, das versuchen wir, also bezogen auf den, beim Anfang wurde mit dem, was wir nicht, was Kunst auch nicht ist. Ne? Dass es einfach, dass es offen bleibt und dass es energetisch offen ist. Das ist einfach, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier uns besprechen müssen, wie unser Manifest für den Kunsttalk aussehen muss. Sondern wir reden über den, haben wir ein Thema Manifest, ne? Und dann stellen wir fest, ja, wir brauchen kein Manifest. Was weiß ich. Weil bei uns ist schon so viel fest. Von der Struktur her. Many, many fest. Birgit, aber many, du brichst es wunderbar auf. Genau. Also die Methoden des Aufbrechens mehren sich sozusagen. Genau. Ja, also ich würde gerne für heute Schluss machen und bevor es eklig wird, gell? Also wenn du das jetzt in Aussicht stellst, also da müsste man ja direkt noch mal gucken, ab wann. Eklig und schleimig wird, schalt mal ab hier. Aber ich meine, deine Salzung, die ging ja schon in die Richtung. Du hast ja schon das schwarze Oberteil an, da. Boah. Ja. Okay. Ich bin ja Host heute. Normalerweise ist ja eigentlich die Birgit Host. Ja, gut, das ist gut, wie es jetzt ist, weil der weiße Streifen, der ist durchsichtig. Ja. Also das heißt im Sinne von, da sind Himmel, Licht. Von der, genau. Einwandfrei. Hinten dein Spiegel Palmen. Brennt irgendwie. Sieht ein bisschen aus wie Osama Bin Laden, oder? Ja, ich habe die ganze Zeit an Maria gedacht. Maria, mit dem Kind. Osama Bin Laden, was haben wir jetzt alles? Hatte Osama Bin Laden eine Brille? Also ich glaube, das ist jetzt, macht schon, natürlich nicht. Der hat die Brille tragen lassen. Heilige Maria. Also selbst wenn er eine Brille bräuchte, nee, das will ich nicht. Dann wird er die nicht tragen. Also ich mache jetzt aber nicht Ochs und Esel. Dann sag ich mal tschö, Birgit. Ja, tschüss, ja. Schön, dass du trotz widriger Umstände, ja. Ja, genau, Birgit. Wir hoffen auf dich, wir zählen auf dich. Und Nadine, schön, dass du dich trotzdem in den Livestream, und du bist jetzt im Internet, das ist live immer, das ist immer, jeder kann sich das angucken. Ne? Das ist nicht mehr rauszukriegen. Nee. Also vielleicht erhöhst du ja unsere Reichweite. Oh, wollen wir das? Meinst du? Wollen wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Ja, genau. Das können wir jetzt aber nicht mehr so richtig entscheiden. Ja. Außer Matze, drastisch. Kannst du denn jetzt noch mal kurz das Feuer löschen? Ich winke jetzt schon zum dritten Mal, also. Okay, tschüss. Ciao. Ciao, macht's gut. Ich halte jetzt.